Hallo und guten Abend zur Unvernunft Live am Donnerstagabend, heute am 19. Mai 2022. Und das hier ist Live-Sendung Nummer 95. Und diesmal vergesse ich es nicht, mich vorzustellen. Mein Name ist Sebastian Stix und ja, ich spreche heute Abend mit euch. So, jetzt begrüße ich aber erstmal alle, die da sind. Das sind die Menschen, die den Podcast später hören, aber auch die Menschen, die live dabei sind. Hallo. Und die Menschen, die im Live-Chat dabei sind. Hallo, schön, dass ihr da seid. Eure Fragen und euer Mitwirken ist heute Abend wie immer besonders wichtig. Und ich sehe, der Tischler ist da. Grüße, haha. Und auch nochmal spezielle Grüße an, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, an Sabeth. Gute Besserung. Da liegt jemand wohl im Bett und muss gucken, dass er wieder fit wird. Oder dass sie wieder fit wird. Und dann unterstützen wir das doch hier heute. Ja, was machen wir denn heute? Heute gibt es natürlich wie immer eine Schätzfrage, aber es gibt natürlich auch ein Thema. Und ich habe diesmal bei Telegram und Twitter einfach eine Umfrage gestartet und habe gefragt, hey, was wollt ihr? Wollt ihr einen offenen Themenabend oder sprechen wir über Petplay oder sprechen wir über endlich wieder raus? Ja, laut Umfrage wird es genau dieses Thema. Wir können endlich wieder rausgehen. Es gibt Stammtische, es gibt Partys. Und Events und ich weiß nicht was, Open-Air-Sachen und Festivals und all das findet gerade wieder statt. Das hat jetzt 2 Jahre lang ein bisschen genervt, dass das halt nicht so gut war. Und jetzt geht's wieder richtig los und darüber möchte ich mit euch sprechen. Also, wenn ihr eine Pause machen musstet, wie wir alle ja im Grunde, und ihr habt jetzt wieder ein Event besucht, wie war's? Wie ist es, wenn man wieder unter ganz normale Menschen kommt und sich einfach mal wieder in Ruhe und chillig austauschen kann? Oder habt ihr vielleicht jetzt innerhalb der Krise, nenne ich sie jetzt mal, BDSM entdeckt und konntet da nicht so richtig probieren oder konntet nicht in die Szene raus, in die Community raus und habt jetzt das erste Mal vielleicht einen Stammtisch besucht. Ihr musstet ihr vielleicht ein Jahr warten oder so, bis das möglich war. Wenn ihr das gemacht habt, erzählt davon. Wie war's? Wie ist es? Und sind eure Erwartungen enttäuscht oder übertroffen worden? Darüber mag ich mit euch sprechen und somit auch allen Menschen, die sich noch nicht so ganz trauen, die sich noch nicht so sicher sind, ob sie wirklich mit diesem komischen Volk irgendwie zu tun haben wollen oder können. Ich möchte einfach wissen, lohnt sich das? Und macht den Menschen auch einfach heute ein bisschen Mut und erzählt ihnen, wie es ist. Ja, ich habe das Podcast so wie hier, ich habe eine Schätzfrage, das Podcast so wie kennt die Schätzfrage noch gar nicht, dazu kommen wir aber erst später. Ich gucke einfach mal, was auf meinem Zettel steht, eine ganze Menge. Aber heute möchte ich ja wirklich mit euch sprechen und ich hoffe auf ganz viele AnruferInnen, die einfach berichten. Ihr braucht auch gar nicht nervös zu sein, funktioniert total einfach. Ich sage euch gleich eine Telefonnummer und die könnt ihr einfach wählen. Dann gehe ich ran und dann sprechen wir einfach ein bisschen. Und weil ich das lange nicht mehr erklärt habe, ist wirklich ganz simpel einfach. Ihr müsst keinen Namen nennen oder wo ihr herkommt. Ich frage natürlich, mit wem ich spreche, aber ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das spielt alles keine Rolle. Und wenn ihr euch doch mal verplappert, kein Problem. Morgen Mittag könnt ihr mir hier einfach dann bis morgen Mittag sagen, hier, ich habe mich da total verplappert, ich habe was, weiß ich, den Namen von meinem Nachbarn gesagt, kannst du das bitte rausschneiden? Und dann mache ich das und dann ist, wenn am Samstag diese Folge erscheint, das alles so, dass es für euch in Ordnung ist. Okay, ja, so einfach ist es. Und jetzt sage ich euch mal die Telefonnummer und ich poste sie auch in den Chat rein. Das ist nämlich die 05101-911-8952 und wer mag, ruft jetzt einfach an. Ich freue mich schon drauf und ich sehe auch gerade ganz so viele Leute, wie sonst sind es heute Abend nicht, zumindest nicht im Chat, aber das ist ja an sich ein gutes Zeichen, das heißt, es sind Menschen unterwegs, es gibt ja wieder Angebote und ich bin selber mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich lese ja auch gerade, XX Nicole ist heute auch zum ersten Mal dabei, wunderbar, herzlich willkommen, einfach gleich mal anrufen und dann sprechen wir ein bisschen. Bis es losgeht, bis hier Menschen anrufen und sagen, ja, lass uns reden. Kann ich euch ein bisschen erzählen, was hier eigentlich so gerade drumherum passiert. Ich habe mir heute das erste Mal überhaupt so einen Podcast-Tag genommen. Tja, aber davon spreche ich gleich, denn es klingelt tatsächlich sehr schön. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Ja, hi. Wie angekündigt, der Tischler. Der Tischler, sehr schön. Ah, sehr gut. Schön, dass du da bist. Ah, ja. Wunderbar. Wir haben dich schon mal kurz gehört in der Folge von der Passion-Messe. Da haben wir mal ganz kurz gesprochen, ne? Ganz genau. Da seid ihr mir über den Weg gelaufen. Ich bin euch über den Weg gelaufen. Da haben wir ganz kurz spontan gesprochen. Ja, und heute wieder dabei. Und du hast mich auch eingeladen. Kann ich ja schon mal teasern, aber da kann ich leider nächste Woche nicht.
Worüber möchtest du überhaupt sprechen? Also, erzähl mal. Ja, genau das Thema. Stammtische, Partys, es geht wieder los. Zu uns, Pärchen aus Region Hannover-Hildesheim. Ich muss sagen, wir sind Mitveranstalter in einem Verein Dark Secret Hildesheim. Wir dürfen jetzt auch endlich wieder Partys machen, Stammtisch machen, darüber mal kurz reden und halt über uns, dass uns auch wieder richtig gut geht, dass wir endlich wieder auch auf die Stammtische und Partys gehen können. Ja, wann ging es denn wieder los für euch zwei, dass ihr wieder mal, ja, dass wieder was stattfinden konnte? Wann wart ihr das erste Mal auf Tour? Ja, jetzt waren wir wieder auf Tour, also Stammtisch, dass wir im März wieder auf Stammtisch waren in Hildesheim. Letztes Jahr war ja immer zwischendrin mal war was, mal war nichts. Da war auch Party und dann wieder nur mit angezogener Handbremse über den Sommer, dass man da ja nicht so richtig was machen konnte. Ja, man durfte zwar rausgehen, aber ja, nicht miteinander irgendwo in Kontakt kommen. Ja, aber jetzt, es hat sich ja alles ein bisschen gelockert. Dazu kann man stehen, wie man will, aber wenn man jetzt endlich wieder mal Leute sieht, man geht da hin und dann sagt man hallo. Erstmal, sind die Leute die gleichen gewesen wie vorher oder ist ein neues Publikum gekommen? Also bei uns ist es durchmischt auf dem Stammtisch, wo wir hingehen. Ist teilweise neue Leute, teilweise die alten Leute. Das ist halt auch bei uns im Verein, wo wir auf den Stammtisch gehen in Hildesheim. Klar, da sieht man dann die Vereinsmitglieder, mit denen man auch schon jahrelang zusammen ist. Einige sieht man auch nicht. Du weißt, warum ich lache. Ja, möglicherweise sollten wir uns ja auch mal wieder blicken lassen. Da hast du völlig recht. Ich habe ein schlechtes Gewissen, glaub mir. Ja, das glaube ich dir auch. Und wie gesagt, die Einladung für nächste Woche fürs größere Event, was jetzt bei uns geplant ist, wo wir auch uns sicherlich sehr, sehr, sehr gut austoben werden, ist ein BDSM trifft Mittelalter-Event in Hildesheim. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Pass auf, das ist ja beinahe Werbung, aber das macht überhaupt nichts, weil, ganz ehrlich, ich mag sowas ja auch immer unterstützen. Da gibt es Menschen, die machen was, die stellen was auf die Beine, die organisieren Sachen. Darf ich fragen, wird es voll? Also kommen Menschen oder sind die alle noch zurückhaltend? Also, so wie ich es jetzt gesehen habe, wird es schon ganz schön voll werden. Für uns ist es natürlich halt auch dazu zu sagen, Verein, wir haben kaum Einnahmen gehabt, genau wie die anderen Vereine auch. Da fällt mir jetzt der Kuck wieder ein, während der Corona-Zeit. Ich habe jetzt gerade die ersten Folgen von dir gehört, wo es anging mit Corona, mit den Live-Folgen, wo es immer noch hieß, ja, wird nicht so lange dauern. Ja, ich dachte auch, das geht 3-4 Wochen und dann ist gut, ne? Nix war. Ja, genau das haben wir ja auch. Genau wie es Cook da ja auch war, die, ich weiß, komme jetzt gar nicht auf den Namen von ihr. Vermutlich unpassend. Ja, Grüße. Ich meine ja. Ja, genau. Die haben dasselbe Problem sicherlich wie wir, dadurch, dass es für uns eigentlich keinen richtigen Begriff gibt. Als BDSM-Verein gab es auch keine Unterstützung. Ja, und das ist genau der Punkt, dass ganz viele Vereine, also ich vermute mal, auf dem Papier wird es die meisten noch geben, aber einige werden wahrscheinlich ja jetzt massiv zu kämpfen haben und das ist unbedingt unterstützenswert, weil, also ich habe es ja jetzt, es gab ja jetzt gerade die neue Folge mit dem Smart e.V., ich finde das ganz schön, das ist so ein Motto, was ich auch dringend unterstützen mag. Vereine sind ganz gut, weil dann gibt es eine Szene, wenn Menschen eine wollen und brauchen. Sie sollte halt nur da sein. Ja. Ne? Wenn nichts ist, dann ist das immer ganz fürchterlich. Nächste Woche ist also großes Event, 3 Tage, ne? 4 Tage. Boah, 4 Tage. Oh. Wir übertreiben es dieses Jahr. Wir machen 4 Tage. Von Donnerstag bis Sonntag. Bei Donnerstag ist Himmelfahrt. Wir nutzen den Brückentag. Ausgezeichnet, ja. Und dann wirklich, also Mittelalter, BDSM-Party und Leute und Menschen und alles.
Wie ist denn das für dich und deine Partnerin, also für euch als Menschen einfach, wenn man dann einfach Leute wieder sieht? Wie fühlt sich das an oder wie hat sich's für dich angefühlt, wenn es einfach mal wieder ein bisschen normal ist? Entspannt. Absolut entspannt. Ich bin eh ein Typ, der gerne rausgeht, auch Konzerte. Ich saß hier wie auf Kohlen. Bei Konzerten ist es jetzt so, ich muss dieses Jahr gucken, welches Konzert ich ausfallen lasse, weil so viel geschoben sind. Und daher, ich muss unter Leute, und das war so entspannt für mich, endlich wieder rauszukommen, endlich wieder Leute, auch andere. Klar, in seinem Ort, so seine Ängsten, die sieht man immer. Und die hat man ja auch gesehen, aber jetzt wieder rauskommen, wieder andere Leute, auch mal neue Leute wieder treffen und einfach nur Spaß haben. Ja, definitiv. Also das, ich war jetzt auch schon mit dem Podcast Subi auf ein, zwei Stammtischen und oh, ja, es ist einfach so chillig und man hat einfach wieder Menschen um sich und vor allem, es ist kein Zoom-Call, wo dann irgendwie 30 Leute in einem Raum sind oder muss man gucken, dass man mal zwischendurch was sagen kann. Also ich persönlich, ich meine, ist klar, ne, ich mache diesen Podcast, aber diese Einzelgespräche, dass man einfach sich mal eine 20 Minuten mit einer Person unterhalten kann über Gott und die Welt, ne? Ich finde das so schön und so entspannend, dazu ein leckeres Getränk, vielleicht noch ein bisschen Sonne dazu, herrlich. Ich muss gerade lachen, Sebastian, mir fällt gerade wieder ein, wo wir mitten in der Nacht in Hildesheim gesessen haben, vorm Kamin, weißt du, was ich meine? Entspannt. Oh, da hat es so viel gegeben. Ist alles so lange her. Aber ja, aber wir wollen die jetzt hier nicht. Runde. Um Gottes Willen. Ja, also liebes Publikum, wenn ihr mal wirklich schlimme Sachen machen wollt, also auf so einer BDSM-Party oder auf dem Stammtisch, ich weiß gar nicht mehr, was es war, Reihe um 15, 20 Leute und man versucht, noch nicht genannte Kinderzeichentrickserien zu nennen. Warum das so witzig war, weiß ich nicht. Aber ja, es war echt schräg. Boah. Und dann noch mehrere Generationen dann da am Tisch. Das führt natürlich dazu, dass es echt witzig wird. Ich glaube, das ist immer der Punkt. Es muss gar nicht immer um SM gehen, ne? Genau das. Genau das ist es nämlich. Und deswegen mein Aufruf einfach, unterstützt die kleinen Vereine, unterstützt auch die kleinen Clubs. Da fällt mir Spaceman ein, ganz spontan. In Hamburg, ne? Ja. Wo, da wart ihr ja mit eurer Podcast-Treffen. Das Cook. Und da gibt es so viele, die einfach überleben müssen. Ja, also ich bin mir momentan auch nicht so sicher. Ne? Im Moment, glaube ich, sind noch alle da und starten jetzt auch so langsam wieder durch. Die Frage ist einfach, ob das dann auch langfristig funktioniert. Ne? Ich habe schon von Events gehört, wo angeblich nicht so viel los ist. Und dann wieder von anderen Events, die sollen super voll sein. Ne? Also scheint alles zu geben. Und ja, dieser Sommer, ganz ehrlich, also wenn man ein bisschen Zeit hat, ich glaube, man kann jedes Wochenende zu irgendeiner BDSM-Großveranstaltung gehen, wenn man das möchte. Ja. Es scheint immer was zu sein. Wir haben bald BoundCon, dann ist in Köln noch ein neues Festival, dann im Herbst ist hier Mera Luna und dann ist im September wird, glaube ich, nochmal die Obscene-Messe nachgeholt und im Hochsommer September wird auch ist noch Obscene. Boah, Wahnsinn. Genau, dann kommt ja auch die Passion schon wieder Ende des Jahres und. Ja, und dann, also es gibt so viele Events und man muss sich jetzt dieses Jahr wirklich entscheiden, wohin mag man gehen. Ich mag nochmal die Lanze für so ganz simple Stammtische brechen, ne? Natürlich, da kann man meistens nicht spielen. Aber was ist so für dich der Grund, warum du sagst, ich gehe auf einen Stammtisch? Also jetzt, wenn du die Wahl hast, Freitagabend irgendwo hinfahren, Party oder einen Stammtisch. Also was würde für dich für einen Stammtisch sprechen? Für mich, für den Stammtisch würde einfach sprechen, die guten Gespräche. Auch mal neue Leute kennenzulernen, ganz andere Leute kennenzulernen wieder, auch mal wieder Leute, die das erste Mal auf den Stammtisch gehen, kennenzulernen. Weil das ist auch sau interessant, sich mit solchen Leuten zu unterhalten. Sind das mehr geworden? Zurzeit bei uns noch nicht mehr geworden. Okay, also ja, die muss man einfach einladen. Ne?
Und dann gucken, das ist eh nochmal so eine spannende Frage. Wie geht man mit neuen Menschen auf Stammtischen um? Ne? Weil die haben ja tausend Ideen und ja, wie könnte das alles sein und wie wird das sein? Und ne, einmal muss man hin, um zu sehen, eigentlich sind das nur ganz normale Leute, aber diesen kleinen Schock muss man wohl erstmal überwinden und das haben wir ja alle. Ja. Mussten wir wirklich alle. Jeder war mal irgendwann zum ersten Mal da. Oh ja, Schock beim ersten Mal. Wie war denn das bei dir? Wie lange ist denn das her bei dir? Oh Gott, 10 Jahre. 10 Jahre? 10 Jahre. Es war auch im DS, Stammtisch, auf einem Freitagabend. Wir sind verabredet gewesen mit einem hier bei uns aus dem Ort, den wir über einen Chat kennengelernt hatten. Gerhard, Gott hab ihn selig. Der war da, der war auch Vereinsmitglied, das wussten wir schon. Und wo wir reinkommen in dieses Häuschen, kommt uns eine ältere Dame entgegen mit Glatze, einem Minirock an und es klingelte und klimperte überall bei ihr. Das war das erste Bild, was wir gesehen haben. Oh, weia, also ja, die ganzen Piercings und was da alles dazu gehört. Ja gut, aber genau, ihr seid dann ja, seid nicht umgedreht und abgehauen, ne? Also man ist ja neugierig. Mein Engelchen hatte nur gesagt, wenn hier noch mehr rumlaufen von denen, bin ich weg. Glücklicherweise war es nicht so, weil wir haben da sehr, sehr, sehr liebe Menschen den Abend kennengelernt, wo wir heute wirklich schon befreundet mit sind. Wir sind da reingekommen, wir sind herzlichst aufgenommen worden und haben ja ein bisschen über BDSM gesprochen, aber sehr viel über andere Themen, über irgendwelche Bauten im Haus, weil, wie der Nickname schon sagt, der Tischler, ich bin gelernter Tischler, somit wurde ich dort auch gleich vereinnahmt. Okay, also an alle Menschen, die jetzt auf Stammtische gehen, verratet nicht gleich, was ihr macht oder was ihr könnt. Ne? Nee. Ihr seid, wenn ihr nützlich seid, ne? Ah. Ihr kommt nicht mehr weg. Ja, wobei, da muss ich jetzt auch noch Grüße aussprechen. Also ich habe irgendwann mir den Spaß gemacht und habe den Tischler dem Schreiner vorgestellt. Das fand ich sehr schön, dass die beiden Nicknamen mal irgendwann an einem Ort waren. Mir wurde auch erklärt, das ist wohl das Gleiche, es hängt nur von der Region ab. Ganz ehrlich, du hast ja auch schon ganz viel da gebaut und machst und tust und das macht ja offenbar Spaß, sonst würdest du es nicht tun. Und das ist ja auch wirklich ein Ort, wo man sich ein bisschen austoben kann. Ne? Also wer kann schon mal sagen, ich konstruiere jetzt etwas und mache es schön, was mir nicht gefällt. In der großen Party-Location kann ich das in der Regel ja nicht. Da ist das alles fertig und da. Aber bei so einem mittelgroßen Verein, da kann man halt schon sagen, hey, ich habe eine Kompetenz. Ich würde hier gerne dabei mithelfen, mein zukünftiges Wohnzimmer zu gestalten. Somit anderen auch noch eine Freude gemacht. Ja, und das ist ja, glaube ich, das, was auch ein bisschen dann dieses Gemeinschaftsgefühl ein bisschen befördert. Ne? Dass, wenn viele Menschen was beitragen, dann kommt dabei einfach was Großartiges raus. Ne? Niemand kriegt das alleine hin, es sei denn, er hat unbegrenzte Geldmittel und die hat, glaube ich, niemand. Deshalb schön. Ja, das heißt, nächste Woche, wenn Menschen in und um Hildesheim sind, dann sollen sie einfach mal vorbeikommen, ne? Ja, auch von weiter weg. Ich habe vorhin noch mal reingeguckt, also Ulm habe ich gesehen, München habe ich gesehen, sind welche angemeldet. Also googelt einfach mal nach dem Dark Secret und dann wisst ihr mehr über den Verein. Ach, weißt du was, ich packe den Link sogar in die Shownotes rein, dann kann man den einfach ganz komfortabel anklicken, dann wird das schon, ne? Und gerade diese Kombination Mittelalter, das ist ja auch nochmal so, das ist nicht so ganz hartes BDSM, ne? Sondern da werden einfach zwei Welten ein bisschen miteinander verbunden und dann ist es vielleicht auch, wenn man so einen leichten Hang zum Mittelalter hat, ist das vielleicht auch ein etwas leichterer Einstieg, ist ja auch schön. Ja, auf jeden Fall. Ah, darf ich noch fragen, welchen Küchendienst hast du denn dann übernommen nächste Woche? Ja, du weißt doch, wo ich stehe. Ja, der Grill ist wieder meiner.
Der Grill ist wieder deiner. Sehr schön. Ja. Also vielleicht gucken wir doch mal 2 Stunden rein, nur um dich am Grill schwitzen zu sehen. Sagen, ne? Wenn die Sonne drauf brät, ne? Und der Tischler am Grill steht, das ist gut. Ja, da kommt ja meine Maso-Art wieder durch. Ja, das ist in Ordnung. Immer freundlich sein, ne? Und wehe, es verbrennt was, dann gibt's Ärger. Ja, oder ich habe mehr. Okay, pass auf. Also ich finde es super, dass das wieder losgeht und dann geht es nächste Woche so richtig los und ich wünsche dir ja 4 Tage, wahrscheinlich bist du im Zelt und musst dann da schlafen. Schön. Ja. Also ich wünsche dir, ich wünsche euch und einfach ach, dem ganzen Haufen da 4 Tage unglaublich viel Spaß und dass ihr einfach schön feiert und das genießt und hoffen wir, das Wetter spielt auch noch mit und dann wird alles optimal. Ja, schön. Okay, mein lieber Danke. Tischler, dann sehr, sehr gerne. Schön, dass du angerufen hast. Für den nächsten Anrufer, die nächste Anruferin, wie war's? Was sagst du, kann man sich trauen? Das sollte man auf jeden Fall mit dem Gesprächspartner. Oh, vielen lieben Dank. Man hört schon raus, wir kennen uns ein bisschen, aber angerufen hast du ja zum ersten Mal. Ich hoffe nicht zum letzten Mal. Mal schauen. Alles Grüße auch noch an das Podcast-Subi. Wird ausgerichtet, mal gucken, was sie. Sie grinst und lächelt und strahlt. Sie freut sich. Hat wieder nicht geklappt. Sie sagt immer noch nicht. Sie hat zwar ein Mikrofon, ne? Aber auf ihre Bitte hin ist das hier nicht eingestöpselt. Ich habe einmal das falsch verdrahtet und dann konnte man sie hören. Und seitdem liegt der Stecker hier, aber ich könnte ihn jetzt da einfach reinstecken und dann würde man sie hören. Nein, ich darf nicht. Das Podcast Subi hat mir verboten, sie einzustöpseln. Verdammt. Ich fürchte, das muss ich respektieren. Okay. Konsens und so. Alles klar. Mach's gut, mein Lieber. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war der Tischler und ja, es geht wieder los und habt ihr das gehört? Diese Vorfreude. Oh, nächste Woche, großes Event. Endlich. Yeah. Ne? Und ich kann es total nachvollziehen. Also, auch als ich jetzt das erste Mal wieder unter Leuten war, wirklich so ein einfach ein Gespräch führen. Und sich dabei in die Augen sehen. Wunderschön. Und wisst ihr, was das Tollste ist? Es klingelt hier gerade schon wieder. Ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich? Hallo. Auf der Suche nach mir selbst. Auf der Suche nach dir selbst. So nenne ich dich jetzt, ja? Ja. Okay. Hallo. So. BDSM Suche nach mir selbst. Hallo. Auf der Suche nach dir selbst. Genau. Worüber sprechen wir? Über meinen allerersten Stammtisch. Oh mein Gott. Steht der bevor oder war der schon? Du bist schuld, dass ich hingegangen bin. Ich bin schuld. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was habe ich getan? Du hast einen Podcast ins Leben gerufen, der mich neugierig auf BDSM gemacht hat. Ich habe einige Folgen gehört, fast alle vorher. Und habe dann immer so im Kopf schon Liste geführt von wegen, kann ich mir vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen. Und ja. Und jetzt hast du einen Stammtisch besucht. Dann bin ich beruflich bedingt in eine andere Stadt gezogen, wusste, okay, ich will mich mit dem Thema BDSM auseinandersetzen und gucke mal, von wegen, gibt es da Stammtische? Ich bin fündig geworden und ich bin hingegangen. Oh, wann war das? 11.05. 11.05., also jetzt so 8 Tage ist das Ganze her. Ja, wie war's? Ja. War es so, wie erwartet? Nein, fragen wir erstmal andersrum. Was hast du erwartet, was du vorfindest? Das mal so, ich habe quasi das komplette Gegenteil von dem vorgefunden, was ich erwartet habe. Das war sehr lustig. Okay, also, weil ich gedacht habe, da sitzen jetzt lauter dominante Menschen auf Stühlen in Lack und Leder und Latex und weiß der Teufel was. Und die armen, submissiven Menschen müssen alle unter dem Tisch sitzen. Okay, jetzt frage ich erstmal, wie du dich einordnest. Fühlst du dich eher top oder eher als sub? Ich würde momentan sagen eher top, bin aber durch jemanden, den ich auf dem Stammtisch kennengelernt habe, schöne Grüße an der Stelle, vielleicht liest er mit, ich weiß es nicht,
neugierig geworden, so von wegen, es gibt Menschen, die mögen es, geschlagen zu werden. Ich verstehe es nicht. Okay. Ich muss das mal ausprobieren, ich muss mal wissen, was das überhaupt ist. Ah, also die Neugier siegt über die Wunschkategorie. Das ist ja spannend. Das würde ich so noch nicht sagen. Ich würde mich schon als dominant einstufen, aber ich glaube, um jemand anderem selber wehtun zu können, muss ich erstmal selber begreifen, Punkt 1, das ist wirklich gewollt. Und Punkt 2, wie fühlt sich das an, was ich dem anderen da antue? Oh ja, das sind schwierige Fragen, gerade am Anfang. Jetzt lass mich aber doch nochmal fragen. Also du hast nicht die dominanten Menschen auf Stühlen und die submissiven auf dem Boden vorgefunden und auch Lack und Leder gab es nicht. Was hast du denn vorgefunden? Also bist da reingekommen und dann, ja. Der Stammtisch fand in einem Biergarten statt. Ich stehe also draußen und sehe einen großen Tisch und da saß keiner. Und ich dachte mir noch so, ach, der Tisch ist groß, der Tisch ist leer, ich bin zu früh, die kommen dann schon noch. Dann sieht mich die Eigentümerin von dem Lokal, wo der Stammtisch stattgefunden hat und meint, wo müssen Sie denn hin? Ich so, ich habe noch keine Ahnung, aber ich bin zu früh. Ja, haben Sie denn reserviert? Ich so, nein, aber der Stammtisch, wo ich hingehen möchte, könnte reserviert haben. Sie nannte den Namen des Stammtischs, ich nickte und sie meinte nur, komm mit. Die saßen nämlich drinnen. Ah, sind also reinmarschiert alle. Okay. Gut, also wurde es von der Eigentümerin da angeschleift und dann, ja, der Meute dann zum Fraß vorgeworfen, ne? Und dann schaue ich mich so um und denke mir so, hä? Ich bin hier irgendwie falsch, weil da sitzen ganz normale Leute. Da sitzen Männer und Frauen in ganz normalen Klamotten und alle total am Lachen und Scherzen und keine Ahnung. Irgendwas ist hier verkehrt. Nein, ich war nicht verkehrt. Okay, was hast du denn selber angezogen? Gott, was habe ich angezogen? Ich war noch so, oh Gott, gibt's da irgendwie Kleidervorgabe oder sonst was? Nein, gibt es nicht, Gottlob. Und bin dann ganz normal in Jeans und Bluse, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, dahin gegangen, so mehr oder weniger, ich gehe zu einem Vorstellungsgespräch. Und dann habe ich mich da dazu gesetzt und ich wusste, ich muss mich an die zwei Stammtischältesten, kann man das so sagen? Ja, also Stammtischleiter oder wie genau. Auch immer. Du, wenn sie zufällig die Ältesten sind, kann man wohl auch sagen, die Ältesten, aber. Ja, ne, also auf jeden Fall wusste ich, an wen ich mich wenden soll und die haben mich dann auch zu sich geholt und wir haben geratscht und gegessen und ich habe mir noch so gedacht, okay, das sind Mann und Frau. Mein Bild in meinem Kopf, eher dumm wie Sub. Jetzt kriege ich aber ganz schlechtes Gewissen, weil das heißt, der Podcast konnte dich nicht darauf vorbereiten, dass das völlig flexibel sein kann. Verdammt. Also, zumindest nicht in dem Moment. Zumindest nicht in dem Moment. Okay, dann muss ich das nochmal erwähnen. Also, liebes Publikum, wenn ihr auf den Stammtisch geht, ne, wer top und wer sub ist, das erkennt man nicht immer gleich und das kann alles sein. Das ist völlig flexibel. Und das war dann sehr lustig, weil sie dominant, er Switcher. Das okay. War sehr lustig. Okay, ich haben so, die Moment, das gesagt oder konntest du das erkennen? Nee, die haben mir das dann gesagt im Laufe der Unterhaltung, weil ich dann so nachgefragt habe, was seid ihr denn jetzt eigentlich? Und habe dann mein Bild geoutet und sie so, nö. Und dann
habe ich mich so umgeguckt und ich saß am einen Ende vom Tisch und mir ganz gerade gegenüber, also am anderen Tischende, saß eine, die hat ja wie so ein Halsband auch angehabt, so richtig mit Schloss dran. Hm. Und dann habe ich mir so gedacht, ah, okay, hier bin ich definitiv richtig. Weil das war so das erste BDSM-ige Zeichen, was ich gesehen habe. Und dann zeigte mir die Dame neben mir, also der dominante Part von den beiden, zeigte mir ihre Hand und zeigte mir einen goldenen Ring. Ich so, ja, und? Und das war, das war auch ein BDSM-Zeichen, das ich aber noch nicht kannte. Ja, ich glaube, das ist das Schöne. Man kann sich ja vorher einlesen. Man kann sämtliche Webseiten da komplett querlesen. Man kann ganze Podcasts hören. Aber ich glaube, so an einem Abend auf dem ersten Stammtisch, da kriegt man mehr mit, als man sich vorher vorstellen konnte, ne? Ja, definitiv. Und dann habe ich eben jemanden auch kennengelernt auf dem Stammtisch, mit dem ich mich gut verstanden habe. Und wir sind jetzt auch regelmäßig in Kontakt. Und ja, er hilft mir so ein bisschen, so die ersten Fragen zu klären, damit ich nicht bis zum nächsten Stammtisch warten muss. Oh, wann ist denn der nächste Stammtisch? Der ist immer alle 2 Wochen. Du musst noch ein bisschen abwarten, aber du wirst wieder hingehen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, definitiv. Definitiv und sowas von. Okay, sag mal so vom Ablauf her, weil das ist für viele ja ein bisschen rätselhaft. Also du kamst dahin, gab es da sowas wie eine Vorstellungsrunde oder wurde ein Thema moderiert, was es vielleicht an dem Abend gab? Nö, wir haben einfach gemütlich geratscht und es hieß zwischenzeitlich, weil dann immer mal wieder auch andere Themen aufkamen, außer BDSM, dann hieß es dann zwischenzeitlich, Leute, auf was sind wir hier? Also so die kleine Erinnerung. Aber es war einfach ein lustiger Abend und ganz ehrlich, wenn ich nicht gewusst hätte, von wegen, ich muss am nächsten Tag arbeiten gehen, dann wäre ich nicht so früh nach Hause gegangen. Ja, das sind dann so diese typischen Events, die es auch mal wert sind, am nächsten Tag bei der Arbeit ein bisschen lidiert zu sein, ne? Also ich weiß auch bei meinen ersten Stammtischen, ich war einer der ersten, der gekommen ist und einer der letzten, die gegangen ist, weil das will man ja auch einfach genießen, ne? Und man will auch nichts verpassen, ne? Genau. Okay. Nein, und einfach dieses Gefühl, diese Erkenntnis hinterher, das sind ganz normale Leute. Was hast du dich eigentlich so aufgeregt vorher? Ja, aber so ganz normal sind sie dann doch nicht, weil man ist sich ja einig in irgendwas. Irgendwas verbindet ja alle miteinander, ne? Und das ist im Zweifel einfach ja die Liebe zum BDSM und dass man sich darüber austauschen möchte und dass man mit Gleichgesinnten Zeit verbringen möchte, ne? Ja, und einfach dieses Wissen dann so, hey, ich bin nicht die Einzige, die diese Ideen im Kopf hat. Nein, das bist du ganz sicher nicht und das ist auch sonst niemand. Es mag manchmal ein bisschen dauern, wenn es spezieller ist, bis man andere Menschen findet, aber ich glaube kaum, dass noch jemand heutzutage was Neues erfindet in dem Bereich. Nee, und jetzt bin ich einfach wahnsinnig gespannt, weil ich jetzt sinnbildlich gesehen Blut geleckt habe und das Ganze endlich mal ausprobieren möchte. Aber dafür fehlt halt noch der zweite Teil. Ja, aber ganz ehrlich, ne, das ist ja mal die Überlegung, finde ich Menschen, mit denen ich Dinge tun kann und ganz ehrlich, wenn man die Menschen erstmal kennenlernt und sich anguckt und sich da auch anfreundet, ne, und dann merkt man ja irgendwann, ob man einen guten Draht zueinander hat und dann, also meiner Erfahrung nach passieren dann die Dinge von ganz alleine, ne, also wenn man da jetzt hingeht und sagt, ich gehe jetzt auf den Stammtisch und da schleppe ich dann Menschen ab und dann werden wir spielen, da weiß ich aber nicht, ob das funktionieren kann. Aber wenn man sich einfach die Menschen anguckt und sich nett unterhält, ich glaube, Sympathie ist dann was, so ein Funke, der springt dann automatisch über und früher oder später passieren dann einfach schöne Sachen.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß übrigens heute noch, was die erste Folge war, mit der ich den Podcast entdeckt habe. Ja, jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich Folge 1. Nee, nee, okay, nee, definitiv nicht. Okay, dann erzähl mal. Lena und Stoffel. Ah, Lena und Stoffel, Anfang Dezember war das, ne? Eine Doppelfolge. Ja, die sind auch toll, die zwei. Ich habe erst heute Mittag wieder mit ihr gesprochen. Ah. Sind großartig. Und über die habe ich den Podcast entdeckt und dann habe ich rückwärts gehört sozusagen. Oh Gott, also ich könnte diese ganzen Folgen nicht hören, das wäre mir eindeutig zu viel. Ich glaube, inzwischen braucht man 2 Wochen am Stück dafür. Wahnsinn, aber jetzt bist du Teil davon. Jetzt ist ja die Frage, wie geht's bei dir weiter? Also ja, du gehst zum Stammtisch, aber jetzt fängt ja auch das Planen an, ne? Also jetzt kann man ja loslegen und schon mal ein bisschen gucken, was man an Zubehör einkaufen will und ob es noch andere Events und Stammtische gibt. Also bist du jetzt gerade Feuer und Flamme und jetzt geht's richtig los? Oder ist das jetzt erstmal langsam? Einerseits Feuer und Flamme, so von wegen, wie fühlt sich das an, was man dem submissiven Part da antut. Dann diese Erkenntnis von wegen, weil ich dich nämlich noch gefragt habe, von wegen, kannst du mir nicht einfach das Podcast-Subi mal ausleihen? Und du dann so gemeint hast, nö. Nein, die wird nicht verdienen, auf gar keinen Fall. Die leihe ich nicht aus. Nein, aber auch, weil du dann so gemeint hast, du, nur weil die mir gegenüber submissiv ist, heißt das nicht, dass die jedem anderen gegenüber auch submissiv ist. Das war nämlich meine Einstellung, so von wegen, okay, wer einem Menschen gegenüber dominant ist, der ist immer dominant. Wer einem Menschen gegenüber submissiv ist, der ist immer submissiv. Ja, von wegen. Ja, also stell dir Switcher vor, ne? Also das kann ja dann wirklich, das kann ja ständig wechseln und ganz ehrlich, aber das sind Erfahrungen und das muss man ja, manches muss man auch erstmal sehen, bis man es glaubt. Und ja, einfach Menschen zu sehen, wie sie sich wohlfühlen, wie sie sein können, wie sie sind, ne? Dafür gibt es halt eben Stammtische, wo man gucken kann. Ich suche ja immer noch ein neues Wort statt dem Wort Stammtisch, aber mir fällt einfach keins ein, weil Stammtisch klingt natürlich immer so altbacken. Lass mich mal fragen, was hat dich denn davon abgehalten, das früher zu machen? Zum einen, dass ich mir selber erstmal klar werden wollte, okay, ist das jetzt ein Interesse, was kurzfristig aufflammt? Oder ist es ein Interesse, was mir längerfristig erhalten bleibt? Und zum anderen dieses, ich kann mir nicht vorstellen, dass es solche Menschen wirklich gibt. Ja. Ich meine, ja, ich habe diese ganzen Podcast-Folgen gehört und ja, das scheinen irgendwie alles echte Menschen zu sein, aber gesehen habe ich diese Menschen halt nicht. Logisch, ist ein Podcast. Ja, aber jetzt hast du sie gesehen. Es gibt sie wirklich. Und jetzt habe ich sie gesehen und jetzt denke ich mir so, wow, krass, Hilfe, ich muss das ausprobieren. Ja, aber das ist doch schön, wenn es gelungen ist, dich quasi so auf den Geschmack zu bringen und dir zu zeigen, da könnte es etwas geben. Ne, dann hast du jetzt gut zu tun, ne? Ja, definitiv. Und es gibt eine Folge, die höre ich rauf und runter. Warte kurz, wo ist sie denn? Namini. Namini, okay, da wird sie sich freuen. Grüße. Und, Next Level Age Play, weil das ist für mich so eine Folge, wo ich mir so denke, wow, okay, krass, was die alles macht. Oha. Ja, da muss er aufpassen, ne? Also es gibt Menschen, die machen unglaublich viel, aber dein Tempo ist dein Tempo. Und jetzt besuchst du erstmal den nächsten Stammtisch und guckst, dass du den überlebst. Und wenn dann die Aufnahme. Da bin ich sowieso sehr gespannt, weil der Mensch, den ich kennengelernt habe, eventuell mal so ein paar Schlagwerkzeuge mitbringt. Ja, das ist immer was anderes, wenn man das auch mal anfassen kann, alles, ne? Ja, und ausprobieren. Ja, scheinen nette Leute zu sein. Da du jetzt nicht gesagt hast, wo du herkommst, frage ich auch nicht, welcher Stammtisch das ist, aber die scheinen ihre Sache gut zu machen. Und das ist doch wunderbar. Ich wohne jetzt da, wo die Puppenkiste ist.
Okay, dann können die Menschen, die einem, ich glaube, meine Generation sind, die wissen genau, was gemeint ist und vielleicht alle anderen auch. Ich sage es jetzt nicht, aber ganz ehrlich, ist doch wunderbar. Also, das heißt, dir wünsche ich jetzt, dass du in anderthalb Wochen den nächsten Stammtisch besuchst, dass du ja, danach in zwei Wochen wieder den nächsten besuchst und wieder und wieder und wieder und wieder und ja, dass du einfach Menschen kennenlernst und ganz viel Spaß hast. Und wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ich habe noch keinen Stammtisch besucht, ich traue mich nicht so richtig. Was würdest du dem Menschen raten? Ich kann dich verstehen, dass du dich erstmal nicht traust, aber stell dir einfach vor, du gehst auf ein Klassentreffen. Auf ein Klassentreffen von einer Klasse, die du ganz super und ganz toll findest. Und genauso wird ein Stammtisch auch. Oh, wenn dein Stammtisch das jetzt hört, dann sind die alle ganz stolz darauf, dass sie dir einfach einen guten Einstieg schenken konnten. Klasse. Definitiv. Und ich freue mich auf die nächste Runde. Okay, dann hier BDSM auf der Suche nach dir selbst. Das muss ich dann auch so tatsächlich auf der Webseite eintragen. ich wünsche dir ganz viel Spaß, dass du ganz viel entdeckst und ich bedanke mich, dass du angerufen hast und ja, das ein bisschen geteilt hast. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht Ende des Jahres in deinem Podcast hören. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Guck erstmal, macht's Spaß, probier aus, ne? Und dann genau. Über neue Gäste freue ich mich ja eh immer. Alles klar. Genau. Dann mach's gut, schönen Abend. Tschüss. So, ihr Lieben, ja, das klingt doch mal hervorragend. Und ja, so kann es laufen. Schön, wenn es genauso läuft. Und das ist auch, glaube ich, so eine soziale Aufgabe von Szene, von Community, einfach den Menschen zu zeigen, okay, du hast dir ganz viel vorgestellt, du hast Geschichten gelesen, Pornos gesehen, ich weiß nicht was. Hier, so ist es, ist alles gar nicht schlimm. Und komm her und fühl dich wohl, fühl dich zu Hause. Und wenn das so ist, dann ist alles richtig gelaufen. So, Lars Lemgo hat geschrieben, anderes Wort für Stammtisch, Kommunikationstreffen. Ja, funktioniert wahrscheinlich. Da muss ich halt noch ein bisschen etablieren, ne? Also mal gucken. Es gibt ja auch englische Begriffe hier wie Meeting und Meetup und ich weiß nicht was, aber das klingt immer alles so nach Business. Ah, immer so eine Sache. Okay, so. Wer mag noch? Ich sag nochmal die Telefonnummer, ich muss sie nur selber finden. Da ist sie 05101 9118952 ist die Nummer. Und wer mit mir sprechen mag zum Thema Stammtische, Partys, rausgehen, weggehen, endlich rein in die Szene, wieder rein in die Szene, dann ruft mich einfach an und dann sprechen wir darüber. Ich weiß, dass hier eben noch eine Person versucht hat anzurufen. Einfach jetzt nochmal probieren und dann reden wir miteinander. So. Okay, ja, hier ist auch gerade jemand ganz geflasht im Chat. Und es ist einfach schön, wenn es klappt. So, ich wollte eben erzählen, ich habe mir heute so einen Podcast-Tag freigenommen. Das heißt, ich habe erstens mein E-Mail-Postfach mal komplett leer gemacht. Juhu. Zweitens habe ich heute Mittag eine Folge aufgenommen, mal so außer der Reihe. Und ich weiß noch nicht genau, wann sie erscheinen können. So 3 Wochen vergehen. Wir müssen noch mal gucken, dass wir uns da ein bisschen synchronisieren. Aber vielleicht kennt ihr Magdalena vom Sexologisch-Podcast und sie macht einen Podcast über Sex, also ganz normal über Sex und dann über alle Bereiche, die es da so gibt, also sie deckt alles ab und ich habe mit ihr heute einfach mal eine gute Stunde gesprochen, es wird so eine kleine Sonderfolge, wo ich auch einfach mal gefragt habe, wie funktioniert denn ja Vanilla-Sex und was ist da eigentlich anders und ja, wir BDSMer haben wir vielleicht einfach nur nicht gelernt, wie guter Sex funktioniert und deshalb müssen wir BDSM machen. Also ihr merkt, ich habe da ganz schön provoziert und steile Thesen von mir gegeben und ich bin gespannt, wie ihr es dann findet, wenn es erscheint. Also ich habe auf jeden Fall was gelernt und diese Folge erscheint dann auch in beiden Podcasts, bei ihr und bei mir. Und ja, Grüße, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das heute mit ihr aufzunehmen. Ja. Okay, so, dann gibt's noch eine Sache, da muss ich jetzt gerade einmal reingucken, ich schau mal. Nein, noch nicht ganz. Ihr kennt den Podcast-Telegram-Kanal bestimmt schon, also nicht die Gruppen, sondern es gibt einen Kanal, da poste ich so, ja, was sind neue Themen, da gibt's Umfragen und solche Sachen und ich habe heute gesehen, er hat knapp 1000 Abonnenten.
Sehr schön. Es sind immer noch knapp 1000. Ich bin absolut begeistert. Wer mag, auf der Webseite gibt es ganz unten den Link dazu. Dann könnt ihr da einfach mal ja abonnieren. Und ich poste da auch gar nicht zu viel und auch nicht nachts um 3. Wenn es eben was Neues gibt, Erinnerungen an Live-Sendungen, wenn neue Folgen erscheinen, dann seid ihr da auf dem Laufenden. Ist wie so eine Art Newsletter und keine Chatgruppe, aber ich gucke, dass ich das immer regelmäßig ganz gut befülle, dass ihr auf dem Laufenden bleibt. Und ja, wie gesagt, fast 1000. Ich bin völlig begeistert. Wunderbar. Okay, ja, wer mag noch? Sonst wird es eine kurze Sendung heute. 051019118952 ist die Nummer. Und ja, wir reden einfach drüber, über Stammtische und über das, was man da so erlebt oder nicht erlebt. Kann ja auch mal sein, dass ihr zum Stammtisch gegangen seid und dann war es vielleicht nicht so toll. Kann ja auch sein. Auch das ist ein wichtiges Erlebnis, was hier geteilt werden kann und sollte. So, und jetzt habe ich heute Mittag noch ein halbes Gespräch gehabt, auch so per Chat. Da hat jemand gesagt, ja, ich weiß noch nicht, bei mir in der Nähe gibt es keinen Stammtisch. Und ich sage natürlich so flapsig, ja, dann machst du einen, dann gründest den Stammtisch. Und das sagt sich natürlich so einfach. Aber ich mag wirklich nochmal ja, jeden Menschen ermutigen, wenn in der Nähe bei euch nichts ist und ihr habt das Bedürfnis, mit anderen BDSM immer was zu machen. Vom Prinzip her ist es einfach, ihr bestellt irgendwo einen Tisch in einem Lokal, was vielleicht nicht ganz so hochpreisig ist und packt ein Event irgendwo rein. Kann sein Fatlife, kann sein die SZ, kann sein Joy, was ihr möchtet. Und ja, im schlimmsten Falle seid ihr da alleine, aber ich glaube da gar nicht so dran. Auch wenn ich mit dem Podcast so wie was gemacht habe, war immer unser Wahlspruch, im schlechtesten Fall haben wir beide einen netten Abend gehabt und was zusammen gegessen. Und wenn es gut läuft, dann kommen noch Leute dazu. Und es ist gar nicht so schwierig, man muss sich nur trauen und das einfach machen und man muss da auch nicht richtig viel Geld in die Hand nehmen. Und jetzt klingelt das Telefon und da gehe ich einfach mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Ja, hallo Sebastian, hier ist der Lars Lemko. Hallo Lars. Hi. Ja, ich wollte noch kurz was dazu sagen und zwar, ich bin ja erst im Oktober quasi auch in dieser Szene, wie man so schön sagt, eingetaucht, indem ich hier einen Stammtisch erst in Paderborn besucht habe und dann gleich quasi sehr gut aufgenommen wurde, genau wie das eben die Teilnehmerin auch erzählte, war es ein ganz entspanntes Treffen und sehr nette Leute, ich habe sehr nette Leute dort kennengelernt, das hat richtig Spaß gemacht. Also ich kann auch nur jeden ermutigen, zu so einem Stammtisch, wenn er irgendwo ausgeschrieben ist, im Joy oder wo auch immer, hinzugehen, weil das sind einfach nur tolle Leute. Es wird ein bisschen anders dort umgegangen, teilweise gibt es sogar, manche tragen Kinky-Kram, so ein bisschen, ne, so leichtes, weil das ja ein normales Restaurant ist, wo man sich trifft. Und da kann man es natürlich nicht übertreiben. Aber der eine oder andere trägt ein Halsband, der nächste bringt mal irgendwie ein kleines Accessoire mit, wo man drüber reden kann oder so. Und ansonsten super geiler Umgang. Ja, ja. Das ist immer wieder da der Vorteil. Ne? Man hat schon mal ein gemeinsames Thema, damit kommt man auch leicht ins Gespräch. Und ja, so ein bisschen kinky geht ja immer. Ne? Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die tragen Halsband rund um die Uhr. Ne? Da gibt es ja auch diese schönen Zierhalsbänder. Und dann trägt man das natürlich dann auch erst recht auf so einem Stammtisch. Ne? Aber es ist dann auch nicht so, dass da mit einem Finger auf einen gezeigt wird. Und ganz ehrlich, die Gastwirte und Co., die sind ja auch nicht blöd. Die wissen ja auch schon, was das für eine Truppe ist. Aber solange man sich benimmt und vielleicht ein bisschen Umsatz macht, sind die da entspannter, als man glaubt. Ganz genau so sieht das aus. Sind sie auch sehr entspannt. Sowieso. Man sollte sich nicht zu viel Gedanken über sein Umfeld machen, was die immer alle denken, weil die haben nicht das Hintergrundwissen über einen selbst, was man selber hat. Und deswegen denken da viele Leute gar nicht so viel rein, wie man immer, ja, fälschlicherweise annimmt. Nee, das ist mal der Punkt. Wenn man selber im Thema drin ist, dann sieht man überall Gespenster. Ne? Und dann, genau. Ne, dann fühlt man sich schon ertappt, wenn man, ich weiß nicht, was weiß ich, irgendwelche Spezialunterwäsche trägt und dann läuft man so rum und dann ist das für einen selber voll der Kick. Niemand wird das sehen, niemand wird das bemerken, aber man selbst weiß es und man könnte ja denken, dass man da erkannt wird und sowas. Und ich glaube, das ist da ganz entspannt. Vielleicht mag ich dich mal fragen, so Stammtischetikette, was macht man nicht? Kannst du dazu was sagen? Boah, das macht man nicht. Also da würde ich nur sagen, was man in jedem normalen Restaurant nicht macht. So viel Komisches anderes könnte ich da jetzt gar nicht da reindenken.
Ja, also ich denke jetzt an so Sachen, also zum Beispiel jetzt Fotos sind natürlich absolut verpönt, ne? Das macht man da einfach nicht. Also dass man das Handy rausholt, genau, erstmal Gruppe knipst, ne? Also sowas kommt eher nicht vor, ne? Das mache ich ja im normalen Restaurantbesuch auch nicht, dass ich dann die Leute knipse, die da was essen oder sonst wie. Also ich meine, dass natürlich solche Sachen, das macht man ja sowieso nicht. Das brauche ich jetzt nicht extra erwähnen für einen Stammi, für irgendeinen, was weiß ich, BDSM-Stammtisch oder sonst wie. Ja. Also was man nicht macht, dass man da aufgerödelt hingeht, ne? Dass man da irgendwie oder da irgendwelche großen Aktionen anfährt. Aber das macht man auch nicht, weil darüber wird ja dann gesprochen. Es sind ja andere Teilnehmer auch da, ne? Also hier für Paderborn muss ich mal sagen, da waren es bei meinem Erstbesuch waren wir 22 Leute. Das fand ich schon recht viel. Und hier nebenan in der nächsten Stadt, Bielefeld, da haben wir auch so einen Stammtisch, da ist dieser Pia, pervers ist anders. Da gibt es dann auch immer so um die 20, 30, 40 Besucher teilweise. Die sind immer beide Stammtische um 14 Tage versetzt, sind die jeweils. Da ist richtig was los und da ist man nicht alleine und wenn da einer mal irgendwie ein bisschen über die Stränge schlägt, sage ich jetzt mal so, oder was Komisches anfangen würde, was aber auch noch nicht passiert ist, dann können andere da regeln. Aber eigentlich sehe ich das vollkommen unproblematisch. Man darf sich gar nicht so viel Gedanken machen. Einfach hingehen und erleben und einfach sich ja offen den anderen Leuten gegenüber zeigen. Das tun die nämlich auch. Ja, und dann kommt man dann schon in die Gespräche rein. Und wenn man dann 2-3 Mal hingeht oder häufiger, dann ist man da voll aufgenommen. Das macht richtig Spaß. Ich freue mich jedes Mal auf jeden neuen Termin und gucke auch schon immer, wer sich immer anmeldet, wer da kommt, hurra, ganz toll und so weiter. Und das ist für mich ein Event. Das hat sich ziemlich fest in meinem Leben jetzt platziert, dass man da hinfährt. Ja, das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Man denkt immer, jetzt haben wir da einen Stammtisch, kommen die Leute, haben die überhaupt Zeit? Aber das ist den Menschen schon wichtig. Die nehmen sich die Zeit, wenn es irgendwie geht. Ne? Und das ist schon ein Stück weit ja soziale Interaktion, auf das die Menschen sich einfach freuen. Und ganz ehrlich, als wir jetzt hier auch irgendwie ein Jahr lang gar nichts gemacht haben und auf keinem Stammtisch waren, da merke ich dann auch irgendwann, ja, ich kann mit Menschen telefonieren, ich kann mit ihnen schreiben, man kann sich auch mal mit 1-2 Leuten treffen, aber es ist nicht das Gleiche. Ne? Das ist richtig. Ja, und Interaktion fehlt. Genau, ne? Also man lernt dort Menschen kennen, nicht um dann mit den Menschen außerhalb da was zu tun, wobei das kann natürlich auch passieren, überhaupt kein Thema, ne? Aber ich auch noch mal zu, bitte. Genau, es ist nochmal so eine eigene Welt und einfach so ein, ja, ich sage mal, ein zweites Wohnzimmer, ne? Ja, könnte man schon fast so sagen. Ganz so schön nicht, wenn man englische Pubs kennt, dann ist das noch ganz was anderes. Aber wo ich noch drauf hinkommen wollte, Sebastian, war, diese beiden Stammtische sind so ein bisschen überschneidend vom Bereich hier und deswegen auch teilweise die Teilnehmer. Und wir haben uns dann so ein bisschen zusammengetan und haben uns dann entschieden, da einen SM-Club unten in Dortmund zu besuchen, der mit dem S anfängt. Ich mache jetzt keine Werbung. Und hatten uns dann da mit, ich sag jetzt mal aus diesem Bereich, also aus unseren beiden Stammtischen mit 17 Leuten darunter bewegt an einer Veranstaltung und waren dann quasi ein Drittel der kompletten Besucherschaft, quasi ja Leute, die sich untereinander ja relativ gut kannten von den beiden Stammtischen her, ne? Und das war ein super Befreiungsschlag, weil wir da nämlich auch so ein bisschen dann endlich mal wieder zum Spielen kamen. Der Club war wunderbar. Alles ist super, alles schön sauber und so weiter und die Spielgeräte waren frei und das ist jetzt noch so der ganz kleine Vorteil, was aber auch für andere Nachteil ist. Es geht jetzt langsam wieder los. Es wird kaum oder es sind noch nicht so viele Leute in den Clubs. Die gehen noch nicht alle so aus, die Leute wie früher. Und deswegen sind die Clubs nicht überfüllt. Das ist meine Erfahrung. Und somit kommt man auch an Spielgeräte dran. Man hat Platz, man kann sich ausbreiten, ohne welche zu belästigen andere Leute. Und es ist alles viel ruhiger und gesitteter. Für einen Club nicht so gut, weil da fehlen die Leute, die zahlen. Ganz klar, gar keine Frage. Aber gut, aber wenn ihr dann mit 17 Mann da hingeht, der Clubbetreiber wird sich gefreut haben, dass er den Laden ein bisschen voll macht. Und das ist ja auch wieder so ein schöner Punkt, so ein Stammtisch als Startpunkt zu sagen, ich würde gern da hingehen. Also wie oft habe ich das schon gehört? Ich würde gern da und da hingehen, aber alleine mag ich natürlich jetzt nicht. Genau. Ne? Gibt es ein paar Leute, die zufällig auch dahin fahren. Ne? Da werden auch Fahrgemeinschaften gebildet. Genau und dann, so. Das war so auch hier. Genau, ne? Dann ist man gemeinsam unterwegs. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Nicht, dass man dann so wie so ein lustiger Kegelclub irgendwo einfällt.
Aber so ist das auch meistens nicht, ne? Sondern ja, man zerstreut sich so ein bisschen, aber man hat dann auch gleich für, ich sag mal, erste Partys und andere Events, man hat dann immer gleich noch eine Bezugsperson, die man kennt. Und das ist dann schon mal ganz gut, weil das gibt einem auch so ein bisschen Sicherheit, gerade wenn man irgendwas zum ersten Mal macht. Genau, also alleine schon das Bilden der Fahrgemeinschaften war sehr wertvoll, weil man hat ja auf der Anfahrt schon mal wieder ein bisschen schön noch für sich intim mit anderen Leuten reden können. Dann war man in der Veranstaltung, man war mit Bekannten umgeben, man wusste, man ist aufgefangen, wenn irgendwas schief gehen würde oder sonst wie. Man wusste auch, es sind ja erfahrene Leute dabei, wen man anfragen könnte, du kannst mir mal das zeigen oder erzählen oder wie auch immer. Es war einfach so eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ne? Auch, dass man so zusammen was gemacht hat, dass man wieder aus dem Arsch kam, auf Deutsch gesagt. Und ja, auf der Rückfahrt gab es wieder dann das Zusammensitzen in den Autos verschiedenerweise, wo man dann auch schon wieder eine Nachbereitung gemacht hat und so weiter. Und dann der nächste Stammtisch, der darauf folgte, war natürlich das auch Thema, weil eben sehr viele an teilnehmende Leute dabei waren. Und dadurch hat es dann auch wieder die nächste Organisation gegeben, wo man sich dann nochmal getroffen hat und so weiter. Also das bringt das ganze Rad auch wieder weiter zum Laufen. Das finde ich auch sehr schön. Ja, und dieses, ne, gemeinsam und dann eben auch neue Dinge entdecken und dann eben auch, ne, selbst wenn was fehlt, ne, man hat ja dann ein paar People, mit denen man dann einfach auch gemeinsam was planen kann und sagen kann, Mensch, das würden wir gerne mal machen, und dann sind auch gleich ein paar Leute da. Ne? Das ist ganz schön, und da muss ich auch mal immer ein Kompliment an hier sämtliche StammtischleiterInnen dann auch nochmal aussprechen, weil die müssen natürlich auch, ja, im Prinzip müssen sie einen Tisch reservieren, aber die müssen natürlich schon ein bisschen drauf achten, ein bisschen Anmeldezahlen im Blick behalten, und auch eben, wenn neue Leute kommen, dann liegt es natürlich auch an denen, die Leute ein bisschen aufzunehmen, ne? Und zu sagen, hey, natürlich, hallo, wer bist du? Und dass die dann auch so ein bisschen gucken, genau, Mensch, hier ist jemand neu, mit wem könnte sich die Person heute vielleicht verstehen? Dass man so ein bisschen auch Kontakte knüpft und vermittelt. Genau, ne? Vernetzt, richtig. Genau, und wenn das gelingt, super. Ja, das ist das, was ich noch dazu sagen wollte. Ich weiß nicht, ob es schon jemand anders hast noch im Hintergrund. Ja, es hat eben nochmal geklingelt, also, aber das ist ein super Beitrag von dir, ne? Und ganz ehrlich, also Paderborn, den Stammtisch haben wir letztes Jahr ja auch einmal besucht, es war echt schön, also ganz liebe Grüße an die Leitung dort, ja, und das ist auch für mich, ne? Also selbst wenn ich in einer fremden Stadt bin, wo ich niemanden kenne, und ich habe irgendwie, was weiß ich, bin beruflich unterwegs, ganz ehrlich, wenn dann ein Stammtisch zufällig stattfindet, ich glaube, das würde ich genau 1A wahrnehmen, weil man dann einfach eine schöne Zeit hat, und im schlechtesten Fall hat man halt ein paar neue Leute kennengelernt und ärgert sich, dass man die vielleicht nie wieder sieht. Aber wenn das der schlimmste anzunehmende Fall ist, mein Gott, ne? Also damit kann man dann leben. Man hat dann im Prinzip in jeder Stadt hat man einen Anlaufpunkt. Das ist doch echt mal klasse. Und was auch noch wichtig ist, der Stammtisch, das sollte man sich nicht so vorstellen wie Selbsthilfegruppen, ne? Wo man dann erstmal im Kreis sitzt und dann wird gesagt, hier, ich bin der X und Y und ich mache dies und das. So ist es halt nicht, sondern es ist immer, ja, ein lockeres Zusammentreffen, wo man auch, wenn man möchte, anonym bleiben kann. Ne? Also man muss sich da nicht outen, man muss keine, ja, wie man so gerne sagt, eine Hose runterlassen oder sonst wie. Und wenn man einfach nur ein bisschen rumschaut und erstmal sich ein bisschen zurückhält, dann kriegt man auch mit, in welchen Ecken was für Gesprächsthemen laufen. Und ja, ich habe es nicht erlebt, dass man irgendwo abgestoßen wurde, sondern wenn man Interesse zeigte und sich beisetzte und sich ein bisschen zurückhielt, dann war man auch ruckzuck in dem Gespräch drin, ne? Und ich bin mit sehr vielen Eindrücken nach Hause gegangen, und das hat immer wieder, ja, Spaß gemacht. Ja, also definitiv kann ich nur komplett zustimmen. Lars, es klingelt hier, da gehe ich mal ran, und deshalb verabschiede ich mich erstmal von dir. Mach's gut, tschüss. So, fliegender Wechsel. Ah, jetzt waren wir ein kleines bisschen zu spät, wobei jetzt steht hier Incoming. Oh, jetzt hat es die Software nicht gepackt. Ich habe heute leider nur eine Anruferspur eingerichtet. Oh, jetzt habe ich den Lars abgewürgt, weil es klingelt. Und einfach bitte nochmal versuchen. Und ich starte mir hier die Call-In-Software nochmal neu. Ja, jetzt sieht's gut aus. Dann gehen wir mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich? Hallo, ich bin Liz. Und weil jetzt gerade der Lars angerufen hat und wir letztens beide zusammen eine Kommentar aufgenommen haben, dachte ich, nutze ich die Gelegenheit und rufe auch mal an. Okay. Und ja, es passt auch gut, denn ich war auch tatsächlich das erste Mal auf einer Veranstaltung. Ja, sehr schön. Aber auf was für einer Veranstaltung warst du? Auf einer, also es war eher so, hatte mehr so Show-Charakter,
auf einer Fessel, also Bondage-Veranstaltung. Es wurde halt auf 5 Podesten so gefesselt und es durfte zwar auch nebenbei gespielt werden, wurde es auch, aber es war halt schon sehr, also so in Richtung Präsentation auch orientiert. Und ja, also war sehr schön, hat mir viel Spaß gemacht und war, glaube ich, ein guter Einstieg für mich, weil ich vor vielen anderen Sachen, glaube ich, eher Angst hätte, so mit Menschen direkt gleich in Kontakt zu kommen. So war man halt so ein bisschen in der passiven Situation, viel zugucken zu können. Und das war sehr cool, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, okay, das stimmt. Das ist eigentlich auch nochmal so ein Ansatz. Ne? Stammtisch ist natürlich immer sehr menschenzentriert und man ist dann quasi aufgefordert, mit jemandem zu reden. Aber wenn da eine Show stattfindet, dann darf man auch einfach mit anderen erstmal gucken. Ne? Genau, ja, das fand ich ganz angenehm, weil ich bin auch also relativ neu in dem ganzen Thema und habe auch noch nicht so viel mich mit anderen, ich habe mich jetzt online ausgetauscht, ist mir die Corona-Zeit da, glaube ich, ganz gut entgegengekommen, dass halt jetzt viel online stattgefunden hat und man so ein bisschen leicht in das Thema einsteigen konnte. Ja, und das war auch ein ganz leichter Einstieg, weil es halt wirklich sehr, also mir die Shows waren schön, es hat also wirklich sehr, es hat mich nochmal inspiriert, was man so alles machen kann. Da war ich ganz beeindruckt. Also da wurde zum Teil ja eine Stunde lang in der Hängebondage irgendwie gefesselt. Das war total spannend. Ja, und nebenbei aber auch ein bisschen gespielt. Und das war auch interessant zu sehen, so Menschen im näheren Umfeld zu haben, die so ganz öffentlich spielen. Das hat schon auch Spaß gemacht, ja. Ja, ist das nicht so ein bisschen schockierend? Da sind dann Menschen, die machen das dann wirklich direkt vor einem. Man kann es quasi riechen, dass das Menschen sind. Ne? Das ist ja nochmal was ganz anderes als online, ne? Ja, das stimmt. Also ich meine, ich habe ja auch schon selber Erfahrung gemacht, deshalb ist es, glaube ich, nicht so befremdlich gewesen. Aber ja, es ist halt wirklich nochmal was anderes, wenn man weiß, da sind ja jetzt auch viele Leute drumherum, die das auch sehen können, was da jetzt passiert. Und aber es hatte wirklich einen sehr spielerischen Charakter und es wurde halt eben am Ende ging der Fokus so vom Fesseln auch immer mehr in Spanking und in andere Spiele über, aber natürlich alles trotzdem sehr züchtig, würde ich sagen. Also ich habe da zumindest jetzt nichts gesehen oder erlebt, was irgendwie sehr grenzwertig oder so war. Von daher. Also war für dich entspannt und du warst jetzt, also warst du allein dort? Nee, also mit jemandem zusammen und den ich aber auch, also theoretisch noch nicht so gut kannte, aber wir haben uns so gut verstanden schon bei den Treffen davor, dass das jetzt ein schöner Anlass war, da zusammen hinzugehen. Und ja, also das war, glaube ich, wichtig. Alleine wäre ich da natürlich nie hingegangen. Und ich war auch im ersten Moment, also es war ja eine sehr entspannte Atmosphäre. Man hat unten die Schuhe ausgezogen und dann war dort Teppich und zwar ja also so ein bisschen gedämpftes Licht. Und es ist wirklich eine angenehme Atmosphäre. Die Leute haben auf dem Boden gesessen und waren alle sehr entspannt. Aber trotzdem habe ich gemerkt, es hat mich schon so innerlich ein bisschen angespannt, dass ich gesehen habe, da passiert ja auch was auf der Bühne. Die haben ja nicht wirklich nur Show gefesselt, sondern da ist ja auch Spiel gewesen. Also da gab es auch so Elemente, die eben ganz klassisch da dazugehören. Und ja, also es hat mich dann innerlich schon auch ein bisschen angespannt, aber insgesamt war es eine sehr schöne Atmosphäre und auch eben zu zweit dorthin zu gehen, sich immer mal ein bisschen austauschen zu können und zu reden, das war auch ganz angenehm. Die wichtigste Frage ist ja, hast du jetzt Blut geleckt? Also wirst du jetzt versuchen, mehr Veranstaltungen zu besuchen? Ja, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Eigentlich hatte ich es nicht in Erwägung gezogen. Also außer wir wollen zusammen einen Fesselkurs machen. Das war auch so ein bisschen eigentlich noch nicht ganz der Anlass, aber ich glaube, es hat uns darin nochmal bestärkt, dass wir das zusammen machen wollen. Aber ich habe dann online mit jemandem so relativ spontan nochmal Kontakt gehabt und die hat mir auch erzählt, dass sie auf eine Veranstaltung geht in meiner Stadt. Und dann habe ich gedacht, ach, ist ja interessant, was es so alles gibt. Und da gibt es verschiedene Abende. Und ja, das habe ich mir jetzt doch schon erstmal vorgemerkt und dachte, vielleicht gehe ich da mal hin. Aber ich habe es noch nicht so konkret geplant. Also ich finde es doch noch sehr, ich weiß nicht, sehr aufregend, wenn dann andere Leute da sind und man irgendwie ja in seiner Rolle bleiben muss und will und trotzdem menschlich da sein möchte. Also ich glaube, das fällt mir noch schwer,
das so einzuschätzen. Was meinst du mit in deiner Rolle bleiben? Naja, man will ja vielleicht trotzdem was heißt Rolle, aber so, es hat ja alles dann irgendwie mit dem Thema trotzdem zu tun. Ich weiß, ihr habt da vorhin ja auch erzählt, es geht eigentlich nicht immer nur um BDSM, aber trotzdem geht man ja deswegen dorthin und ich glaube, ich bin noch so ungefestigt in meinen, weiß nicht, Wünschen oder in meinen, keine Ahnung, in meiner Spielposition, dass ich dann halt nicht genau wüsste, wie ich dann dort auftreten möchte. Also geht man da wirklich als ganz normale Person hin, die einfach nur Interessen hat, oder geht man irgendwie mit Erwartungen hin? Ich glaube, das weiß ich halt noch nicht. Also gerade so Partys, also bei Stammtischen ist es vielleicht dann auch anders, aber bei Partys ist es ja dann, da will man ja schon irgendwie spielen, sonst geht man ja nur zum Gucken. Ja, kann man auch hin. Ja, zum Gucken kann auch wunderschön sein. Und ganz ehrlich, wenn du dir da nicht sicher bist, Mensch, wo zieht es dich hin? Ich glaube, das ist überhaupt nicht schlimm und das wird auch durchaus akzeptiert, wenn Menschen sagen, ich mag mir das erstmal angucken, mich inspirieren lassen und dann wird mich der Funke schon ereilen und dann probiere ich vielleicht auch früher oder später mal was aus. Das ist jetzt meiner Meinung nach nichts Ungewöhnliches und ganz ehrlich, wenn du nicht möchtest, du musst dich, glaube ich, nie festlegen. Du kannst halt sagen, okay, ich bin halt tendenziell erstmal Switch und mache, was mir Spaß macht und was mir gefällt. Und da wird dich in der Regel auch niemand für verurteilen oder so. Im Gegenteil, das macht dich natürlich eher für alle Menschen interessant, weil die Schublade, in der du dann drin steckst, die ist dann halt besonders geräumig. Ja, obwohl man hört ja immer auch wieder, dass das auch von Leuten nicht so gern gesehen wird, aber ist mir jetzt auch noch niemand so konkret begegnet. Also. Ja, das finde ich eh spannend. Also ja, es gibt dieses Switcher, die können sich nicht entscheiden und ich weiß nicht was. Aber wirklich gehört habe ich das, soweit ich jetzt weiß, von niemandem ernsthaft. Ne? Im Gegenteil, also viele Menschen beneiden SwitcherInnen, weil die können halt alles mitnehmen stecken ja gar nicht in so einem Rollenbild einfach fest. Ne? Aber ich glaube, ganz ehrlich, das kommt dann mit der Zeit und du bist jetzt natürlich auch gleich hier auf Level 5 eingestiegen. Ich sag mal, so ein Stammtisch ist natürlich besonders niedrigschwellig. Ne? Das ist im Zweifel ein Lokal, man trinkt ein Getränk und isst vielleicht eine Kleinigkeit und unterhält sich. Und jetzt warst du ja gleich auf einem Event, wo was passiert. Ne? Das ist ja gleich ein ganz großer Schritt, finde ich. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, mir fällt es schwerer, dann dort als Person anwesend zu sein. Und dazu kommt eben, ich habe da ein bisschen Bedenken gehabt. Ich habe damit mich am Anfang auch mal beschäftigt. Jetzt war natürlich auch, das ist noch nicht gleich so möglich und so, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Also ich wohne ja in einer sehr großen Stadt und ich habe ein bisschen Sorge, dass das jetzt nicht eben nicht so nur die normalen Menschen sind, sondern schon dann die Szene da sehr vertreten ist und das mir dann doch ein bisschen zu viel wird. Aber keine Ahnung, vielleicht zieht es mich nochmal auf den Stammtisch irgendwann. Ja, ach ganz ehrlich, im Zweifel gehst du mit einer Person hin und also gerade bei Stammtischen, die es schon länger gibt, da ist in der Regel die Stammtischleitung, das sind Leute, die haben natürlich ein bisschen Erfahrung damit und die kennen auch ihre Pappenheimer ganz gut. Ne? Also das gab es in Hannover eine lange Zeit und dass wenn dann neue Leute dazugekommen sind, dann hat dann die Stammtischleitung auch erstmal dann auf mich gezeigt und hat gesagt, das da ist der Sebastian, der stellt ganz viele Fragen, das ist aber nicht schlimm, wenn du nicht willst, dann hört er auch sofort auf. Ne? Also die Leute wurden dann darauf vorbereitet, auf diesen Pappenheimer, der immer die Leute ausfragt. Gut, inzwischen habe ich diesen wunderschönen Podcast, da darf ich Fragen stellen, aber das war natürlich schon ungewöhnlich. Nein, also ich glaube, da kann ich, also ich kann dir nur wünschen, mach, was dir gefällt, ne? Und wenn du sagst, Stammtische sind vielleicht nichts für mich, ja, dann eben nicht, ne? Ist ja nicht schlimm, es gibt noch 1000 andere Möglichkeiten. Ja, also ich höre ja hier schon eine Weile zu, die verschiedenen Podcasts oder so einzelnen Folgen. Und da kommt es ja immer wieder mal zur Sprache mit den Stammtischen. Deshalb, wer weiß, also vielleicht kommt es nochmal dazu. Aber im Moment, ja, also das war wirklich ein super Einstieg. Ich habe, glaube ich, nie gedacht, dass es mich mal auf eine Veranstaltung zieht. Und das war so ein sehr softer Einstieg. Und ja, ich kann es mir durchaus vorstellen. Genau, das wollte ich mal beitragen, dass es auch noch andere Sachen als Stammtische und große Events gibt. Also das war so, glaube ich, Medium. Und vielleicht haben sie mit mehr Leuten gerechnet, kann ich mir durchaus vorstellen. So war es aber wirklich nicht leer, aber auch nicht zu voll und überfüllt. Also hatte genau die richtige Größe jetzt. Ja, super. Ich bin gespannt, also was es noch so gibt. Ich kann dich nur beglückwünschen und vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr oder so, wenn du ein paar Events besucht hast,
Vielleicht magst du noch mal ein Update geben, da wäre ich sehr gespannt, wie sich das bei dir entwickelt hat. Ja, ich bleibe auf jeden Fall dabei. Okay, Liz. Ja, dann mich gefreut. Vielen lieben Dank, mich auch. Ja. Und hier, großer Schritt, du hast hier angerufen. Bravo, also ein Stammtisch kann dich jetzt nicht mehr erschrecken. Mach's gut. Ja, mal gucken. Aber ja, es hat mich auf jeden Fall gefreut und vielleicht war es ganz gut, technische Schwierigkeiten am Anfang machen es leichter einzusteigen. Also ich war jetzt auch ein bisschen aufgeregt, aber es hat mich gefreut, mal hier angerufen zu haben. Ja, und ich wünsche noch einen schönen Abend. Ja, hat mich auch gefreut. Mach's gut, tschüss. Danke, tschüss. Ihr Lieben, das war Liz und Liz werde ich natürlich hier wie alle anderen Menschen, die auch die hier anrufen, in meine große Losbox packen und einmal im Monat, das wird dann die nächste Live-Sendung sein, ziehe ich da eine Person raus, die von mir den besagten speziellen Kaffeebecher bekommt und jetzt klingelt es und ich gehe einfach mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Hallo Sebastian, hier ist Sayuri. Hallo Sayuri, oh, wir haben ja ewig nicht mehr gesprochen, hallo. Hallo. So, es gibt eine Folge mit dir und natürlich mag ich auch mal gleich sagen, welche das ist. Das ist lustig, ich habe nämlich heute die Podcast-Kärtchen mit der Folge in der Hand gehabt, weil ich wieder neue Stammtischpäckchen gemacht habe. Sayuri, wo habe ich dich denn? Ah, da ist sie doch. Folge Nummer 55 war das. Da haben wir miteinander gesprochen und auch vorher schon mal live. Ja, schön, dass du anrufst. Ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, heute ist ein bisschen mehr los, habe ich gar nicht erwartet. Sehr schön. Worüber möchtest du sprechen? Also ich habe einen neuen Spielpartner. Also und ich habe das Gefühl, wir können uns ziemlich gut austoben miteinander. Also mit dem, den ich vorher hatte, da konnte ich irgendwie nichts machen. Deswegen habe ich ihn irgendwann dann auch abgeschossen. Und jetzt mit dem Partner, den ich gerade habe, kann ich endlich alles das machen, was ich machen wollte. Habe ich das Gefühl. Wir haben einige Sachen versucht. Also nicht nur auf Events, aber eben auch. Also wir haben Workshops gemacht. Wir waren bei so einem Fesselpicknick und wir waren auch auf einer Party. Oh, wo du sagst, Fesselpicknick, ne? Das ist natürlich, muss ich vielleicht nochmal erwähnen, also Stammtische, Partys, Bondage-Workshops, aber ja, es gibt auch hier so Fesseln im Park und solche Sachen, ne? Also es gibt echt viele schöne Sachen. Und ja, also wann hast du oder wann habt ihr wieder angefangen? Ich muss hier einmal kurz klingeln, sonst kriege ich kein Getränk. Ping. Also wahrscheinlich sind allen jetzt die Ohren rausgeflogen, das Podcast so wie flitzt jetzt. Jetzt habe ich selber vor Klingeln den Faden verloren. Wann habt ihr angefangen? Wann seid ihr wieder rausgegangen? Ihr ein Event besucht? Das erste Mal wieder. Das erste Event, wo wir waren, das war die APPP in Dortmund. Wann war die denn? Da müsste ich jetzt auf FetLife nachgucken. Ja, also ist dieses Jahr noch oder ist das schon ein bisschen länger? Das war irgendwann im März, glaube ich. Ja, da fing es so ganz langsam wieder an. Also eine Spielparty ist das, ne? Ja, genau. Wir hatten uns kennengelernt um Jahresbeginn und so ungefähr einen Monat später fragte er mich, ob ich mit ihm nach Dortmund fahren würde. Und ich war so, was soll ich mit dir in Dortmund? Ja, spielen. Eine Freundin von mir organisiert eine Party. Und ich so, ja, unbedingt. Ach so, also gar keine Ängste, sondern ja, will ich machen. Okay, klasse. Und deine also erste Party? Ich war schon ein bisschen, im ersten Moment schon ein bisschen hin und her gerissen, weil ich kannte den ja erst einen Monat, aber ich wollte halt immer schon mal auf eine Party. Und mit dem Typen, den ich vorher hatte, konnte ich nichts machen. Ja, und jetzt ging's los. Frage ich doch mal ganz einfach. Wie war die Party? Super. Okay, so einfach, ja? Konntest du hinterher noch sitzen? Entschuldigung, das ist eine etwas gemeine Frage, aber sie bietet sich einfach an. Ich konnte, er nicht. Okay, spannend. Wenn es die erste Party ist, also ganz ehrlich, vor meiner ersten Party hatte ich ein Riesenproblem und das hieß Klamotten.
Das war für mich wirklich schwierig. War das bei dir einfach oder wie habt ihr das gelöst? Also er wohnt nicht in derselben Stadt wie ich und deswegen hat er einen Umweg gemacht über Berlin. Also er ist erst zu mir gekommen und hat dann bei mir gepennt und dann sind wir am nächsten Tag weitergefahren, damit er es nicht so weit hat. Und dann haben wir eben hier, während er da war, eingekauft. Okay, also aber das ging relativ easy dann, ja? Ja, also es gibt ja hier in Berlin einschlägige Geschäfte, also nicht nur Sexshops, wo man sich einkleiden kann, sondern auch Fetischshops. Die sind dann halt mit entsprechendem perversen Aufschlag, aber ja, wenn man aber alles online bestellt, dann weiß man immer nicht, ob das passt und dann muss man sich auf die Post verlassen und so weiter und so weiter. So, jetzt seid ihr zur Party gefahren und dann, ja, ist ja immer so, der interessante Moment ist ja der, wenn man reingeht und nicht genau weiß, was einen erwartet. Also was hast du dort vorgefunden? Und wie konnte es, also ja, gab's eine Führung oder ne, einfach rein und viel Spaß? Ganz lustig eigentlich, also es sollte eine Führung geben. Aber dann fing, die war irgendwie angesetzt für eine halbe Stunde nach Beginn, damit alle erstmal reinkommen, sich umziehen und so. Und in der Zeit, bis es soweit war, fing einer, der schon wohl schon mal da war, an, die schon soweit waren, rumzuführen und dann sammelten sich alle bei dem und dann gab es, und dann merkte er, oh, die gehören mir alle zu und dann fing er nochmal von vorne an. Und dann gab es am Ende irgendwie 4 Führungen durch diese Location, weil er immer wieder von vorne anfing und dann kam die, das Ganze veranstaltete und wollte eine Führung machen und alle standen da, nee, haben wir schon gesehen. Okay, ja, aber das ist doch schön, wenn quasi so viel Gastfreundlichkeit da ist, dass es schon fast zu viel ist, ne? Ah, das ist auch mal schwer zu organisieren, ne? Oh, Leute für eine Führung zusammentrommeln, schwierig. Wie hast du dich dort gefühlt? Eher so ein Zuhause-Gefühl oder eher so ein also ja, bist du angekommen oder war's kompliziert für dich? Nee, ich fand's ganz toll. Also man hatte immer irgendwen, wo man sich dazusetzen konnte, wenn man gerade mal sitzen wollte oder ausruhen wollte oder auch einfach nur was trinken wollte und dann war es halt auch kein Problem, wenn man einfach nur mal gucken wollte, oh, was macht ihr denn da? Wie macht ihr das? Also, im Zweifel, wenn es ein Problem war, dann wurde halt auch einfach gesagt, geht doch mal bitte weg, wir wollen hier unsere Ruhe haben. Aber die meisten hatten halt auch kein Problem damit. Und dann gab es halt auch natürlich so ein paar, die absolut kein Problem damit hatten, sondern bitte kommt alle her und guckt uns zu. Und das fand ich total toll. Also ich glaube, wir haben im Endeffekt von den 7 Stunden, die wir da waren, haben wir vielleicht nur 1 Stunde gespielt, weil wir die meiste Zeit nur geglotzt haben. Ja, aber immerhin so eine Stunde spielen ist schon eine ganze Menge, wie ich finde. Das heißt aber auf der ersten Party dann auch gleich gespielt. Ist ja auch spannend, weil plötzlich macht man was und dann hat man eventuell noch Publikum oder habt ihr euch da so einen separaten Raum gesucht? Also wir waren in einem Raum, aber da waren mehrere Spielgeräte und man konnte auch die ganz gut einsehen. Also was war da? Da war eine Ecke, die war irgendwie abgetrennt, da konnte ich nicht sehen, was dahinter war. Ich glaube, ein Bock oder sowas. Also irgendwas, wo man Banking machen konnte. Es klang zumindest so. Und ein Käfig war da und noch ein Bock und eine Seilwinde. Okay, egal. Ja, gab's das? Also man hat das ja manchmal, man sieht dann irgendein Spielgerät und dann kriegt man leuchtende Augen und sagt, damit will ich jetzt aber spielen. Gab's da was für dich? Ja, also für mich war das so eine motorbetriebene Seilwinde. Da habe ich zu ihm gesagt, ich will, dass du mich da reinhängst. Ich hatte so gepolsterte Handcuffs und dann hat er mir die angelegt und dann mich in diese Seilwinde gehängt und hochgezogen und wollte mich dann
denken und hat festgestellt, es geht nicht, du bist ja noch angezogen. Und wieder runter und dann musste ich mich ausziehen. Okay, das ist aber mal ein krasser Schritt, ne, in dem Moment, ne? Also, ne, vor Publikum ausziehen, spielen. Was hat es dir so leicht gemacht, da zu sagen, ja klar, das machen wir jetzt, das ist super. Also zum einen wahrscheinlich, dass dieser Body, den ich da hatte, sowieso schon mehr gar nicht so einen großen Unterschied machte zum Nix anhaben. Und dann, dass alle auch total locker waren mit Nacktsein und zeigen und gucken. Ja. Also wär das so gewesen wie draußen oder wie Vanillas damit umgehen, so, oh, du bist ja nackt, zieh dir mal was an, so, dann hätte ich wahrscheinlich genauso reagiert, wie ich soll mich jetzt ausziehen, die gucken ja alle, aber in dem Moment war ich total cool damit. Ja, also im Gegenteil, also als er mir dann die Augenbinde übergezogen hat und ich dann auch nicht mehr sehen konnte, was war, und nur noch wusste, da sind wahrscheinlich welche, die jetzt zugucken, fand ich genau das, dass ich nicht weiß, wer guckt da jetzt, wie viele, und treffe ich die vielleicht gleich an der Bar und quatsch mit denen, ohne zu wissen, dass die mich angeglotzt haben. Das fand ich total geil. Ja, ist auch großartig. Ja, das ist auch, ich glaube, das ist so ein bisschen wie der Schwimmbad-Effekt, ne? Also wenn ich jetzt irgendwo einkaufen gehe und renne da in der Shorts rum und sonst nichts, dann ist das halt nicht angemessen, ne? Aber man muss sich ja auch nicht ausziehen, ne? Also das, ich glaube, ich kenne kein Event, wo jetzt, naja, wobei doch, es gibt Events, aber gerade hier diese CFMN-Partys, also ne, Closed Male, Naked Female oder umgekehrt, ne, diese Partys, da gibt es da schon eine Regel, aber an sich, man muss sich nicht ausziehen, man muss sich nicht zeigen, aber die Umgebung, die Leute, die Entspanntheit, ich glaube, das steckt so ein bisschen an und dann ist man einfach selber entspannt und dann ist es, ja, es ist irgendwie eine große Sache, aber es ist auch nicht schlimm, ne? Nee. Es ist halt im Grunde halt auch ganz natürlich. Das Unnatürliche ist, wenn wir uns was anziehen, oder? Ja, es hängt immer von der Temperatur ab. Jetzt im Winter dachte ich mir mal, so nichts zu tragen wäre völlig unnatürlich. Ich würde sofort erfrieren. Aber ja, das ist ja auch das Schöne, ne? Das ist dann, wenn die Partybetreiber ein bisschen Erfahrung haben, dann ist es auch schön beheizt, dann hat man auch gar nicht so viel Lust auf Klamotten. Aber man macht einfach, was man möchte. Und dann, man hat einfach Spaß und dann ist es schön. Und ja, du hast, wenn ich dir so zuhöre, offenbar sowas von Blut geleckt. Also die nächsten Events können kommen für dich, ne? Ja, also wir waren kaum daraus. Da schrieb er mir, weil wir sind dann in getrennte Richtung gefahren, also ich kann zwar immer noch nicht sitzen, meinte er dann, aber ich will sofort auf die nächste Party, weil ich hatte ihm offenbar mehr wehgetan als er mir. Oder vielleicht kann er einfach nur mehr aushalten. Ja, aber das ist doch schon die perfekte Einladung, ne? Die Revanche steht an. Habt ihr schon was geplant? Wann geht's weiter? Also wir waren inzwischen auch auf dem Bondage-Workshop, aber die nächste Party haben wir noch nicht geplant. Also einfach, weil wir das zeitlich irgendwie halt handeln müssen. Er arbeitet, ich habe mein Studium und einen Job und dann muss man halt auch immer gucken, muss man weit fahren. Wir wohnen halt auch nicht in der gleichen Stadt. Mhm. Muss man alles irgendwie zusammenkriegen. Ja, aber ganz ehrlich, lieber das Problem zu haben, als das Problem nicht zu haben. Ne? Also lieber Angebot und man will tolle Dinge tun und man muss halt gut planen und dann ist es ein tolles Erlebnis, als dass man ja gar nicht vorhätte, irgendwo hinzugehen. Ne? Also diese Vorfreude, ich finde, die ist ja auch immer ein Teil des Genusses und die gehört auch einfach dazu. Mhm. Okay, also Sayuri, ich kann dich nur beglückwünschen. Ach, großartig und einen besseren Einstieg kann man ja im Grunde gar nicht haben und von der Überlegung her, was hast du vorher gedacht, wie es wird und wie war es dann wirklich? War da ein Unterschied? Ist irgendwas gewesen, was du nicht erwartet hast, so als letzte Frage von mir? Also gibt es irgendwas, was dich dann überrascht hat?
Also ich hätte gedacht, dass wir mehr spielen über die Zeit. Also dass wir nicht einfach nur einmal ich spiele mit ihm und dann machen wir ganz lange Pause und dann spielt er einmal mit mir und dann verziehen wir uns in eine Ecke und glotzen, bis irgendwann der Betreiber kommt. Aber im Endeffekt hat mich das dann im Rückblick auch überhaupt nicht gestört, weil ich hatte ja die ganze Zeit irgendwas anderes zu tun. Weil da waren so viele Leute, die interessante und spaßige Dinge miteinander gemacht haben und wo man was lernen konnte oder auch einfach nur Spaß hatte zuzusehen, dass es gar nicht so schlimm war, dass man nicht die ganze Zeit miteinander gespielt hat. Ja, ich glaube, da muss man auch die eigene Kraft dann auch ein bisschen einschätzen, ne, wenn man eine Stunde miteinander spielt. Also ich bin danach ganz schön fertig, ne? Also das ist dann doch anstrengender, als man denkt, aber das merkt man in dem Moment gar nicht. Ne? Und ja, ach, ich glaube, es wird langsam Zeit für die nächste Party hier, auch für uns hier. Das hast du mich hier gerade so ein bisschen angesteckt. Dankeschön. Okay. Gerne doch. Ja, Sayuri, dann wünsche ich dir unfassbar viel Spaß oder euch auf den nächsten Events und ja, lass die Sau raus, genießt, macht Dinge und Menschen, die das jetzt gehört haben, da wirst du bestimmt jetzt auch ein paar Menschen motiviert haben zu sagen, ah, komm, jetzt machen wir das doch und dafür vielen lieben Dank. Gerne. Okay, dann schönen Abend noch, mach's gut, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Sayuri und ich weiß, der Nickel hat hier noch ein paar Mal angerufen und er ist immer nicht durchgekommen, er war immer eine Sekunde später und ich kann immer nur den ersten Anruf annehmen, wenn hier zwei reinkommen. Nickel, jetzt bist du dran. Also, ich bin sehr gespannt und ich habe ja noch ein paar Sachen auf dem Zettel, ist schon wieder 10, das gibt's doch nicht. Ich habe hier noch eine Schätzfrage liegen und noch das ein oder andere, was ich sagen mag. Was so diese ganzen Stammtische und Partys und Veranstaltungen angeht. Die aktuelle Folge Nummer 73 ist die mit dem Smart e.V. Das ist ein BDSM-Verein, den gibt es jetzt seit ja, knapp 30 Jahren zu diesem Zeitpunkt. Und die haben im Ruhrgebiet ganz viele Stammtische und Veranstaltungen für die unterschiedlichsten Interessen. Und die Folge, die ist ein bisschen anders, aber an der hatte ich ganz besonders viel Spaß, weil man einfach mal ein bisschen zurückblicken kann von Anfang der 90er bis heute, wie hat sich das entwickelt. Und auch da ist einfach seit 30 Jahren eine Szene, eine Stammtischkultur, die ist einfach da und verfügbar für die Menschen, die hingehen möchten. Und ja, das finde ich einfach ganz klasse. Und die Folge einfach mal hören, auch wenn ihr sagt, so ein Verein, das ist jetzt nicht so spannend. Doch, genau das ist es. Und was ich jetzt auch noch sagen muss, wir können das ja mal heute so machen. Alle Stammtische, die heute hier genannt wurden, ne, also ich verlinke die gerne, wenn ich hier Links bekomme bis morgen Mittag, dann packe ich die alle schön in die Shownotes rein und dann haben wir Hildesheim und Paderborn und was nicht alles. Das können wir hier gerne einfach in die Shownotes mal reintun. Ansonsten gibt es öfter mal Leute, die fragen, ja, hast du einen Stammtisch in meiner Nähe? Nee, habe ich meistens nicht. Also ich kenne ja nicht alle Stammtische, aber da sind es einfach die großen Netzwerke, wo man einfach mal reingucken kann in die Kalender und dann stehen die Stammtische da normalerweise drin. Ich sag mal, wenn man Fett und Joy beobachtet, dann kriegt man schon die meisten oder einfach mal googeln BDSM und den Namen der aktuellen eigenen Stadt. Die haben meistens auch eine Homepage, wo ein bisschen was draufsteht. So, und jetzt klingelt es und da gehe ich ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Grüß dich, Sebastian. Ich muss jetzt kurz dich einmal auf Pause stellen, dann kann ich mit dir sprechen. Das schneide ich natürlich. Ach, aber es funktioniert heute mal alles technisch. Ich bin völlig begeistert. Hörst du mich? Ich kann nicht hören. Und sehr gut, okay. Ja, Nickel, ne? Hallo. Ja, grüß dich. Du hast ein paar Mal probiert. Jetzt bist du endlich durchgekommen. Das hat ein blödes Timing gehabt, aber jetzt klappt es. Ach, alles gut. Und weißt du, nach dir, ich kriege hier gerade noch vom Podcast so wie eine Nachricht, also nach dir gehe ich auch nochmal ans nächste Gespräch, machen wir auch noch und dann ist Schluss. Aber ich habe deinen Namen heute ein paar Mal hier schon gesehen, dachte mir, jetzt muss er aber mal durchkommen. Worüber sprechen wir? Ja, ich bin noch relativ neu in der Szene, erst seit Dezember und jetzt, wo zu Corona die ganzen Maßnahmen fallen, war ich jetzt auch auf den ersten Präsenzstammtischen in Nürnberg und Stuttgart auf dem Alumni und in Nürnberg auf dem SMJG-Stammtisch, weil es bei mir in der Stadt leider momentan kein SMJG gibt in Würzburg, aber das ist scheinbar schon in der Neuentstehung, wie ich gehört habe. Ja, also die SMG ist immer gut dabei, dann die etwas größeren Städte auch zu bestücken. Wenn da jemand sagt, ich mache das freiwillig, dann ist der Stammtisch schnell gegründet, ne?
Ja, das Witzige ist, ich habe da meine Hilfe angeboten bei der SMJG für Würzburg, aber ich habe noch bisher noch keine Antwort bekommen. Also mal sehen, was da passiert. Ja, sei mal ruhig, einfach hartnäckig landet die Mail auch einfach bei der falschen Person. Ich bleibe interessiert, also wenn das auch jemand hört, ich bin gerne erreichbar, ich helfe gerne mit. Ja, ich lese gerade von Bernie hier im Chat, nein, in Würzburg gibt es SMJG. Also offenbar ist was da. Ja, die ist aber inaktiv, wie ich meiner Nachforschung zumindest ergeben habe. Wie dem auch sei, was ich erzählen will, ich bin jetzt neu in die Szene eingestiegen eben und ich habe mich echt gefreut, das gemacht zu haben, weil es war echt toll. Ich wurde echt von tollen Menschen empfangen in Nürnberg und auch in Stuttgart und morgen fahre ich das erste Mal nach Offenbach zu einem anderen Stammtisch, der allerdings in einem Club stattfindet, wo auch gespielt werden darf. Und da freue ich mich besonders drauf, was da vielleicht passiert, weil das auch das erste Mal von mir ist sozusagen, dass ich in eine Umgebung komme, wo auch gespielt werden darf. Ja, das ist, ich fange mal vorne an. Erster Stammtisch überhaupt, wie bist du da hingekommen? Was ist passiert? Wie bin ich da hingekommen? Eigentlich auch über deinen Podcast und die Kollegen von, deine Kollegen oder Konkurrenten, wie man es nennen will, von Not Vanilla. Es gibt keine Konkurrenten. Mehr BDSM-Podcasts ist mehr gut. Also je mehr es davon gibt, desto besser und die Grüße. Und also ganz ehrlich, das ist okay. Und wenn die alle in Summe dich dazu getrieben haben, umso besser. Ja, ich, da bin ich auch ein bisschen über den Kontakt zu, über Jodel auch mit einigen Leuten in Kontakt getreten und dann wurde mir der Stammtisch in Nürnberg sehr empfohlen, dann bin ich da mal hingefahren, weil ich da leider kein eigenes Auto habe, muss ich das eben mit dem Zug machen oder mit den Öffis allgemein. Es hat sich aber definitiv gelohnt, also es war wirklich sehr, sehr gut und ja, nach Nürnberg pendel ich jetzt regelmäßig, also ich war jetzt das zweite Mal schon da und habe mich auch dann von anderen begeistern lassen für noch mehr Events. Also ich bin wirklich heiß wie Frittenfett auf die Szene. Es macht total viel Spaß. Es sind ultra viele coole Leute dabei. Und ich war jetzt auch im Juni das erste Mal auf die BoundCon und im Sommer auf das OACT-Festival. Das ist von dem Alumni-Dachverband. Genau, das ist dieses große Zelttreffen. Irgendwie, genau. Soweit ich weiß, die letzte Zahl, die ich gehört habe, war 500 junge BDSMer zelten. Ja, meine letzte Zahl war irgendwas mit 430 oder was auch immer, auf jeden Fall sehr viele und da bin ich auch echt sehr gespannt drauf, wie das wird, weil da auch Workshops stattfinden und ich jetzt in Stuttgart gehört habe, dass teilweise so viele Leute was anbieten, dass sie schon Listenings machen, welche Workshops wirklich angeboten werden können, weil so viel Drang besteht, was zu zeigen und was zu tun. Also es ist echt unglaublich, wie die Szene wieder explodiert. Ja, das ist einfach, das ist großartig. Und ja, wenn, ne, wenn du auch die Zeit und die Möglichkeit hast zu sagen, ich fahre da jetzt hin und ich mache da mit, ne, super. Und offenbar die es hat ja offenbar keine Schwierigkeiten gemacht. Ich möchte da hin, ich habe Empfehlung, ich gehe hin. Und ja, wenn die Leute dann cool sind, ja, dann kann es ja nur funktionieren, ne? Ja, also ich bin allgemein ein relativ extrovertierter Typ. Und ich habe trotzdem relativ lange gebraucht, um mich mal zu trauen, eben in die Szene einzusteigen. Also ich bin jetzt 22 und theoretisch interessiert mich das Thema allgemein schon so aus den jugendlichen Zeiten, also 16, 17. Also ist doch schon ein bisschen Zeit vergangen, bis man endlich mal dieses Selbstvertrauen aufgebaut hatte, zu sagen, okay, da will ich hin, da kann ich auch alleine hingehen zur Not, so mache ich das jetzt eben. Ja, und im Nachhinein ärgert man sich immer, warum man so lange gewartet hat, ne? Durchaus, ja, durchaus. Aber guck mal, stell dir vor, du hättest jetzt 40, 50 Jahre gewartet, ne? Es gibt ja auch Menschen, die wirklich in ihr ganzen Leben, wo es einfach nie reingepasst hat. Und wenn du jetzt mit 22 den Start hast, ganz ehrlich, dann stehen dir mindestens 60 Jahre Stammtisch bevor. Und Partys und Treffen und Events, also Wahnsinn. Naja, 60 Jahre, wenn ich jetzt noch 60 Jahre älter werde, dann bin ich 82, dann will ich auf den Stammtisch und keinem mehr den Stuhl wegnehmen. Ah, ich finde eigentlich, warum nicht? Also die beeindruckendsten Menschen, die ich zum Teil gesehen habe, da wage ich nicht mal das Alter zu schätzen, aber das war wirklich manchmal, das waren wirklich beeindruckende Persönlichkeiten und also da, ja, das hat mich wirklich beeindruckt und das ist auch im Gedächtnis geblieben. Das ist schon wirklich toll und offenbar habe ich auch das Gefühl, dass BDSM unglaublich jung hält. Also die Menschen sehen immer viel jünger aus, als sie müssten. Das finde ich ganz spannend dabei. Aber gut, ich schweife ab, Entschuldigung. Alles gut. Als du jetzt das erste Mal irgendwo hingegangen bist, was hast du so vorgefunden? Also was hast du erwartet
Und was war dann da? Oder hast du es vielleicht vorbereitet und vorher irgendwie die Mods angeschrieben? Oder ja, was hast du gemacht und was gab's? Also ich bin jemand, der sehr gerne liest. Also ich informiere mich immer möglichst breit, was mich erwartet. Und das habe ich auch getan. Also dann über Jodel bin ich weiß nicht, ob Jodel dir was sagt. Bestimmt. Natürlich, das ist diese, ja, wie soll ich okay. das sagen, ein etwas beschnittenes Studententwitter, was immer in einer Stadt ist und sehr anonym, wenn man das möchte. Es ist komplett anonym, also das ist eben der Vorteil. Ja, manche Leute schreiben dann ihren Namen drunter und das ist jetzt nicht Sinn und Zweck von Jodel, ne? Nee, also aber mittlerweile gab es bei Jodel auch eine Chat-Funktion, dass man eben unter diesen Posts eben auch ins Gespräch kommen konnte über privatere Rahmen. Und da bin ich dann auf jemanden gestoßen, der eben in Nürnberg zu dem Stammtisch gegangen ist und der meinte, ja, komm mal vorbei, das ist echt cool. Also das ist nicht direkt in Nürnberg, sondern in Fürth, Nürnberg, Erlangen bilden ja so einen Ballungsraum. Und das ist in einer alten Kofferfabrik in Nürnberg und da bin ich dahin, die haben draußen so einen Biergarten und drinnen eben nochmal andere Räume. Und ich bin erstmal direkt am Stammtisch vorbeigelaufen. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass die da sind, weil sie eben einfach ein ganz normaler Haufen Leute, völlig unscheinbar war. Und da war dann einer von den Orgas, hatte dann ein Halsband, das hat man aber natürlich beim Vorbeilaufen nicht gesehen. Also, und dann wurde ich da direkt herzlich empfangen und habe mich dazugesetzt und bin dann auch relativ schnell ins Gespräch mit einem Mädel und einem Herrn gekommen, wo wir uns auch eigentlich fast den ganzen Abend unterhalten haben. Und was eigentlich relativ ironisch war, ich bin zwar nach Nürnberg gefahren auf den Stammtisch, aber alle Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, die kamen gar nicht aus Nürnberg, sondern aus Coburg und Bayreuth und eine kam aus Dresden extra nach Nürnberg zum Stammtisch. Also das war schon echt interessant, wie weit die Anfahrt teilweise für Stammtische ist. Ja, ne, aber wenn man ein bisschen fährt, dann hat man auch, wenn man das gut plant, kann man jeden Abend in der Woche irgendwo sein, wo andere BDSM-ige Menschen sind, ne? Wir hatten hier in Hannover ein Event vor 2 Wochen und da sagt eine, nee, sie kommt gar nicht von hier, sie ist Stammtischtouristin. Und den Begriff fand ich wunderbar. Die kommt halt aus einer anderen Stadt und hat halt gesagt, ach, das nehme ich abends nochmal mit. Und das fand ich super. Also Stammtischtourismus finde ich super. Und offenbar haben die Menschen dich ja dann auch gleich eingeladen zu sagen, hier gibt's noch ein Event und da gibt's noch was und noch was und noch was, komm mal mit, ne? Und ja, besser kann's doch gar nicht gehen. Ja, ging direkt noch weiter mit Nürnberg. In Nürnberg gibt es einen Fesseltreff, den Knotenpunkt, der auch von einem der Orgas von dem Nürnberger Stammtisch von der SMJG mit organisiert wird. Und da war ich dann als auch letzten Sonntag das erste Mal und das war auch wirklich sehr, sehr cool. Ich habe viel gelernt, viel gezeigt bekommen, konnte auch Leute bewundern, die wirklich sehr seilfertig waren und eine Menge zeigen konnten. Und zwei haben sogar, also eine Dom hat mit ihrem Sub dann da sogar eine Suspension gezeigt, was echt eindrucksvoll war anzusehen. Da bin ich natürlich meilenweit noch von entfernt und ich bin sowieso verwundert, dass ich mit meinen mangelnden handwerklichen Fähigkeiten überhaupt es schaffe, Leute einigermaßen sicher zu fesseln. Ja, also wenn da ein Wille ist, dann ist da meistens ein Weg. Außer man heißt Sebastian Stix, dann ist dabei Seil nicht unbedingt ein Weg, aber es gibt ja Hilfsmittel. Ja, das dachte ich auch erst, dass ich zu ungeschickt dafür wäre, weil ich wirklich für viele Sachen zu ungeschickt bin, was das Handwerk angeht. Aber wenn man es mir zeigt und ich ein bisschen Geduld habe, dann kriege ich es meistens auch hin. Ja, ich glaube, das ist das Schöne, alle anderen sind ja auch, die haben ja auch mal angefangen, ne? Und da kann sich eigentlich jeder nochmal, wenn er möchte, dran zurückerinnern, oh, um Gottes Willen, am Anfang hatte ich die und die Probleme und das hilft natürlich sehr, wenn man dann neuen Leuten da auch ein bisschen die Angst vornehmen kann oder diese Schwelle mal ein bisschen senken kann. Nein, man muss nicht als erstes eine Suspension lernen. Es reicht manchmal auch einfach eine Schleife, sag ich mal. Nein, keine Schleife, wie heißt da? Single Column Tie. Genau, ne? Mit denen fängt man ja irgendwie an und dann kann man die ein bisschen üben und wenn man nicht ist, ich ist, dann vergisst man die wohl auch nicht. Und dann fängt das an, dann wächst man da rein und dann kommt es eigentlich nur noch darauf an, wie viel Interesse hat man selbst. Ja, und du bist jetzt offenbar da völlig reingewachsen und du kannst jetzt dein gesamtes Leben, deine gesamte Freizeit auf Events verbringen. Schön. Ja, es war auch eigentlich ganz lustig. Durch Corona sind so ein paar Hobbys, die ich gerne tue, eben in Gemeinschaft weggefallen. Also ich war bei mir in der Heimat in einem Orchester zum Beispiel, was ich halt, weil das viele sind, eben überhaupt nicht treffen können zum Proben.
Und deswegen war ich so ein bisschen auf der Suche nach neuen Hobbys in Anführungsstrichen. Und dann habe ich mir gedacht, ey komm, einige Leute berichten auch, dass BDSM eigentlich schon ein Hobby ist, was sie so dermaßen ausfüllt. Und das kann ich jetzt eigentlich voll bestätigen. Es macht so viel Spaß, sich damit zu beschäftigen und wohin zu fahren und Sachen zu lesen. Es ist mittlerweile einfach auch Hobby, muss ich schon sagen. Ja, aber guck mal, das kann man ja kombinieren. Also du sagst, ein Orchester, also du spielst offenbar ein Instrument. Das wird ja da mehrere Menschen geben und jetzt hier auf dem CT da im August ist es, ne? Ja. Dann, da ist ja auch, da freuen sich die Menschen bestimmt auch über gute Musik. Also vielleicht findest du ja Menschen, dann kannst du das alte Hobby mit in das neue rein integrieren und dann ist das Zeitproblem vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Oh je, wenn ich anfange, die Hobbys zu kombinieren, dann wird das ändert, glaube ich, im Chaos. Ach, ich glaube, man kann fast alles kombinieren. nein, aber ganz ehrlich. Wer es schafft, mich Saxophon spielen zu fesseln, der hat meinen Respekt. Okay, Challenge akzeptiert. Wenn du möchtest, ich verlinke ja gerne nicht, alle nein. AnrufererInnen in der Sendung. Dann können die dich, wenn du möchtest, das frage ich dann hinterher, Kontaktdaten da verknüpfen und dann können die Menschen dich anschreiben und sagen, ja, ich nehme die Herausforderung an. Wichtig ist natürlich, du musst das Lied zu Ende spielen. Ne? Das ist klar. Das Fesseln muss so sein, dass du noch spielen kannst. Ich bin sehr gespannt. Nein. Muss ich erstmal wieder üben. Oh Gott, blöde Idee jetzt. Ne? Aber ganz ehrlich, das ist ja auch vielleicht einfach unvernünftig und vielleicht macht das auch einfach ganz viel Spaß. Und so einen gefesselten Saxophonisten ist jetzt auch etwas, was ich optisch und auch als auf einem Event als Highlight empfinden würde, ganz ehrlich. Also ich glaube, man kann fast alles kombinieren. Ich muss die Finger noch bewegen können, sonst geht's. Ja, also bondage-affine Menschen, kriegt ihr das hin? Es tut mir leid, ich will die gar nicht jetzt alles aufwiegeln, ne? Aber die Idee ist schön. Ich finde das Aufwiegeln gar nicht schlecht. Ich finde das ganz witzig. Ein bisschen Sticheln gehört dazu. Okay, gut. Also auch an dich und auch an alle anderen Menschen, die heute Abend hier angerufen haben. Wenn ihr mir im Moment geht es nur per Mailadresse. Also wenn auch du mir einfach hinterher jetzt eine Mailadresse schickst, dann kann ich dich so verknüpfen, dann können die Leute dich anschreiben, aber deine Mailadresse bleibt geheim. Das ist eine neue Funktion der Webseite. Aber dann können die Menschen dich kontaktieren, wenn sie wollen und sagen, hey, Mensch, ich krieg das hin, ich kann das und vielleicht hat man dann ja irgendwo mal eine, ich sag mal, die Big Band auf einem Event und alle sind so eingebondaged oder bondagen gerade währenddessen, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, das klingt jetzt, soll jetzt gar nicht lächerlich klingen, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man verschiedene Künste miteinander kombinieren kann und das ist dann auch etwas, wo Menschen einfach mal staunen können und sagen können, boah, hätte ich nicht gedacht, ne? Und wenn du Teil davon sein kannst und möchtest, warum denn nicht? Ich sehe schon die Geister, die ich rief, werde ich nicht los, was da jetzt ins Rollen kommt. Also wenn der Tag kommt, also ich würde es auch nicht veröffentlichen, aber ein Bild davon würde ich gerne sehen, gebe ich ganz ehrlich zu, das fände ich super spannend. Okay, also andere Menschen, die jetzt auch jung sind, sagen, Mensch, ich bin 22, 25, 18, ich traue mich nicht so recht. Was würdest du denen sagen? Was sollen die jetzt tun, damit sie diesen Spaß, den du jetzt hast, auch haben können? Als erstes natürlich sich ein bisschen zu belesen, wo man hin will, was man machen will und auch so ein bisschen so theoretisches Verständnis vornherein, wo man hinfährt, ist ganz gut. Und dann einfach sich den Kontakt suchen und im Zweifel einfach den Orga fragen oder jemanden, der schon da war. Also es war für mich unglaublich hilfreich, mit einem Orga zu sprechen oder jemanden, der schon da war, wie es da so ist und dass einfach auch ein bisschen das Eis gebrochen wird auf persönlicher Ebene. Zum Beispiel, dass man auch nicht nur dann über die kinky Sachen denjenigen ausfragt, sondern dann auch feststellt, ja, das ist ein ganz normaler Mensch, so wie ich auch. Also ich habe mit denjenigen, mit denen ich geschrieben habe, auch über Gott und die Welt geschrieben, über Studium, über Hobbys, über Zocken, über Sport, über wirklich alles Mögliche und nicht nur diese kinky Themen. Und das ist wirklich wahnsinnig erholsam zu merken, hinter demjenigen steckt noch mehr, außer in Anführungsstrichen Perversionen und Kinks, sondern das ist ein ganz normaler Mensch wie alle anderen auch. Ja, es gibt natürlich noch eine große Gefahr von dieser BDSM-Szene. Kann einem passieren, dass man über die Jahre feststellt, der gesamte Freundeskreis ist irgendwie kinky, entweder weil man die Leute angesteckt hat oder weil man einfach an denen hängen geblieben ist. Und das empfinde ich jetzt nicht als schlecht, weil dann kann man auch auf seinen privaten Geburtstagsfeiern, wenn man nicht gerade die Eltern mit einlädt, einfach mit kinky Leuten Dinge machen und das ist doch einfach schön. Und auf dem Weg bist du offenbar. Absolut,
Allerdings, das ist auch so ein Ding, man hat nicht unendlich viel Zeit über die Woche, also Studium mit Kinky-Zeug und noch anderen Sachen zu verbinden und nebenbei noch Sport machen und so weiter und noch irgendwie Geld fürs Studium ranschaffen. Man muss alles auch unter einen Hut bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Also, dass das auch ein bisschen Zeit fressen kann oder je nachdem, wie sehr man es machen möchte, das kostet eben auch Zeit, die man auch irgendwo anders dann abziehen muss. Ja, oder hast du völlig recht. Schaffen muss. Irgendein Tod muss man sterben, aber lieber den, dass man zu viele schöne Sachen hat, die man machen kann. Und da weiß man auch, wofür man das eigentlich macht. Wofür studiere ich eigentlich und wofür schaffe ich mir mein Leben? Damit ich dann eben auch die Ruhe und den Luxus haben kann, zu sagen, so, einen Abend in der Woche, zwei Abende in der Woche, das gehört dann meiner Kinky Community zum Beispiel. Ne? Und wenn du auf dem Weg bist, ist doch super klasse. Ja, das freut mich auch. Okay, Nickel, dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß. Vielleicht bekomme ich irgendwann ein Saxophonfoto. Ich bin extrem gespannt. Sebastian, auch an dich nochmal vielen Dank, dass du den Podcast machst. Es war wirklich eine große Inspiration, dass ich in die Szene eingestiegen bin. Ja, sehr, sehr gerne. Und ja, ich hoffe immer, dass die Menschen jetzt nicht aufhören, den Podcast zu hören, weil ja wieder so viel Szene ist. Ich bin sehr gespannt, aber heute Abend habe ich das Gefühl, das wird funktionieren. Und jetzt, pass auf, ich muss jetzt hier unbedingt gleich was verlosen, deshalb verabschiede ich mich von dir. Mach's gut und hab ganz viel Spaß und ja, vielleicht bis demnächst. Mach's gut, tschüss. Mach's gut, ciao. So, ihr Lieben, und bevor es hier noch einmal klingelt und einen Anruf würde ich heute noch annehmen, aber das Podcast, so wie muss ins Bett, schicke ich mich gleich ins Bett, habe ich hier noch eine Schätzfrage für euch und deshalb schiebe ich die jetzt einfach mal ein. Und zwar, es gibt was zu gewinnen, gibt's ja immer, und zwar ein Funwender. Ich habe euch mal ein Bild davon in den Chat gepackt und dazu gibt's eine Frage. Jetzt schicke ich erstmal dem Podcast Subi die passende Antwort und jetzt stelle ich euch mal eine Frage. Es ist immer so, wir haben hier immer donnerstags das Problem, oh Gott, wir brauchen eine Schätzfrage. Es wird langsam schwierig, weil sie muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Sie muss nämlich nicht so leicht zu erraten sein und sie muss irgendwie eine solche Zahl enthalten, dass eben nicht zufällig drei Leute dann gewinnen. Aber ich glaube, wir haben das heute ganz gut hingekriegt. Denn ich habe mal wieder in die Statistik der Webseite reingeschaut und das Schöne ist, da gibt es jetzt eine Suchfunktion. Da könnt ihr ja nach Folgen suchen und dann wird halt in den Titeln und in den Shownotes gesucht und auch in den Kapitelmarken und Keywords. Und wenn ihr wollt, sogar im gesamten Transkript. Das wird auch tatsächlich genutzt. Die Webseite ist jetzt 5 Wochen online. Und meine Frage lautet, wie oft haben schon Menschen die Suchfunktion bemüht, um eine Folge zu finden? Und wenn ihr eine Ahnung habt, ja, wie viel könnten das gewesen sein, dann schreibt das jetzt einfach mal in den Chat rein. Das Podcast-Subi wird dann gleich ermitteln, wer von mir einen Umschlag bekommt mit einem Funwender. Und weil es jetzt klingelt, gehe ich einfach nochmal ran und dann kombinieren wir das hier alles. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Hi. Oh, scheiße. ich bin Namro. Das ist so der Name, unter dem mich die meisten Menschen kennen. Ja, hallo, schön, dass du anrufst. Hi. Oh Gott, ich habe total vergessen, was ich eigentlich erzählen wollte. Pass auf, du kriegst noch so eine Gnadenminute. Ich habe nämlich gerade die Schätzfrage gestellt. Okay. Wenn du möchtest, kannst du jetzt einfach mal mitraten, ohne dass du dafür in den Chat schreiben möchtest. Die Frage lautet, wie viele Menschen haben in den letzten 5 Wochen oder wie oft wurde die Suchfunktion auf der Podcast-Webseite benutzt? Was meinst du? Irgendeine Zahl. 6.000 Mal. Du bist leider ganz leise gerade. Ich glaube, 6.000 Mal. Entschuldigung. 6.000 Mal. Alles klar. Also ich kann schon mal sagen, gewonnen hast du nicht, aber das macht nichts. Und ich mache jetzt im Chat hier einmal eine Linie drunter, dann sprechen wir in aller Ruhe und wenn wir fertig sind, dann verkünde ich, wer denn hier am nächsten dran gewesen ist. Und so lange können wir in aller Ruhe quatschen. Einverstanden? Oh, super. Okay, so, Linie ist gezogen. Das Podcast-Subi kann ermitteln und mir den Gewinner, die Gewinnerin mitteilen. Und ja, worüber sprechen wir beide heute? Ja, also das Thema ist ja Stammtische und ich gehöre wohl eigentlich, würde man wohl sagen, zu den alten Hasen. Meinen ersten Stammtisch habe ich bestimmt vor knapp 20 Jahren besucht. Da ist mein werter Herr Vater schuld dran gewesen. Jetzt bin ich gespannt, die Geschichte würde ich gerne hören. Wenn also, ich darf. mein Vater ist selbst Fetischist. Und wie das nun mal so ist, Kinder sind neugierig und stöbern auch mal in den Schränken der Eltern rum. Und
ja, damals war das alles, als ich noch ganz klein war, was ich fand, nicht so interessant, aber mit der Pubertät und wenn man dann anfängt, sich selbst zu entdecken, wird das Ganze dann irgendwie interessanter. Und dann kam zu Hause irgendwann mal von meinem Vater ein paar seltsame Sprüche über ein Halsband, das ich getragen habe oder und meinte, ja, du kannst damit ja eigentlich gar nichts anfangen. Und ich sagte zu ihm dann so, ja, doch, das kann ich. Mir ist sehr wohl bewusst, dass das Zeichen sind, die man mitunter auch zur Identifikation einer sexuellen Ausrichtung benutzt, bla. Ach ja, übrigens, ich weiß, wo du alle 2 Wochen hinfährst. Möchtest du mich nicht mal mitnehmen? Ui. Okay. zu der Zeit war ich 15. Also ganz ehrlich, mir wäre in dem Moment der kalte Schweiß ausgebrochen an seiner Stelle. Ja. Aber okay, hat er dich dann mitgenommen? Nach etlichen Diskussionen und hin und her hat er mich dann tatsächlich mitgenommen. Das war damals der Stammtisch von Domiro in Düsseldorf. Und das war sehr witzig, denn da waren auch tatsächlich so 1-2 Leute dabei, die mein Vater auch privat schon länger kannten und die wussten, er hat eine Tochter und die mich, glaube ich, auch als kleines Kind schon mal gesehen haben. Und sie wussten auch, er lebt gerade in Scheidung. Und dann steht dieser Mann da mit einem offensichtlich sehr jungen Ding und dachten erstmal so, Entschuldigung, meinst du nicht, die ist etwas jung für dich? Oh Gottes Willen. Oh je. Aber okay, also ich glaube, der Haken ist jetzt gerade, ich habe dich jetzt gebeten, die Geschichte zu erzählen, aber ja. Ich glaube, da müssen wir uns nochmal ganz in Ruhe unterhalten. Aber offenbar hat dich das nicht davon abgehalten, die nächsten 20 Jahre auf Stammtische zu gehen. Nein, tatsächlich nicht, nein. Also irgendwann gab es dann endlich die SMJE, da konnte ich mich dann mit Gleichgesinnten treffen und habe dann etwas betrieben, was du vorhin so schön nanntest, Stammtischtourismus. Ich bin zwar in NRW geblieben, aber bin da alle möglichen Stammtische abgegrast und habe da Leute kennengelernt. Habe da sehr tiefe Freundschaften geknüpft, die auch bis heute noch bestehen bleiben und bin dann leider, ich hab mich dann von einer eher ungesunden Beziehung davon abhalten lassen, dies weiterzumachen. Okay. So, jetzt habe ich mich von dieser Beziehung getrennt, nach einer viel zu langen Zeit und stehe und dachte, okay, jetzt kannst du wieder die Leute treffen, kannst dich wiederfinden und dann kam Rona. Darf ich ganz kurz fragen, weil ich habe hier ein bisschen Tonschwierigkeit, ein bisschen mal laut und leise, ein bisschen undeutlich. Hast du gerade Freisprechen an am Telefon? Nein, das kann mitunter tatsächlich an meiner Stimme liegen. Ich rede manchmal etwas lauter und leiser. Ich kann das aufgrund... Alles gut, dann werden wir jetzt damit... Diversität nicht so gut steuern. Überhaupt gar kein Problem. Ich werde das technisch dann hinterher lösen, aber dann ist es so, ne? Ist überhaupt nicht schlimm. Okay, also Corona getrennt und ja. Das heißt ja, alle Zeichen stehen auf Neustart. Ja. Das hoffe ich. Ich freue mich tierisch darauf, wenn es wieder losgeht und obwohl ich eigentlich weiß, Stammtische sind mega entspannt, die geben mir so viel und ich bin vor 2 Tagen auf deine Telegram-Community gestoßen und wurde da auch herzlichst aufgenommen. Ich bin begeistert. Einmal danke an die Rubine, die mich da eingeschleust hat, eine von den Moderatorinnen dort. Danke für deine Podcast. Ja, sehr gerne, aber jetzt ist die Frage ist ja, planst du jetzt irgendein Event, gibt es schon was, wo du hingehen möchtest und ist das schon in Sichtweite oder ist das gerade alles noch offen? Also im Grunde plane ich schon länger mal wieder zur SMJG Alumni in Düsseldorf zu gehen. Ich traue mich nur noch nicht. Trau dich. Also ist denn jetzt jemand gerade da, der da auch hingeht? SMJG Alumni in Düsseldorf. Ich frage einfach mal hier den Chat, ob jemand zufällig da ist. Dann kann der Mensch dich ja vielleicht einfach mitnehmen, wenn du möchtest. Ich
Ich kann den Chat gerade nicht sehen. Keine Sorge, ich kann ihn sehen, das genügt. Wahrscheinlich würde mein Partner mitkommen. Der war früher Orga der SMJG in Dortmund, der liebe Ingolf. Und aber ja, es ist trotzdem, ich weiß, es ist ein bisschen auch Social Awkwardness, so es ist ein bisschen. I'm shy. Ja, ich will dich jetzt auch gar nicht überreden. Und wenn du sagst, nee, im Moment fühle ich mich noch nicht danach, ne, dann dauert es eben noch ein bisschen. Aber also ich meine jetzt schon rauszuhören, dass du innerlich eigentlich die Entscheidung schon getroffen hast. Ich glaube, so ein bisschen, das muss dich nur jetzt jemand an die Hand nehmen und sagen, so, wir machen das jetzt. Es ist tatsächlich eine sehr große Lust da, es zu tun, einfach mal wieder aus sich selber rauszukommen. Aber ja, wie du schon sagtest, ich glaube, ich brauche vielleicht auch jemand von außen, der sagt so, hey, Jude, ich pack dich jetzt einfach ein und nehm dich jetzt mit und ja. Ja, also daran soll es doch wirklich nicht scheitern, ne? Also ich weiß nicht, wann da der nächste Stammtisch ist, aber eigentlich der Termin gehört dir. Was sagst du so? ja, das wäre schön. Ja, also, liebes Publikum, ne, das ist so das, ja, so ein Wiedereinstieg, ne, das fällt schwer, wenn man dann Jahre nicht da war und da raus ist, ne, aber wenn, wenn auch da ist wieder diese Schwelle, wenn man erstmal drüber gegangen ist, ne, das erste Mal ist schwierig und danach wird es total einfach. Und ich glaube, das wird bei dir genauso sein. Das wäre schön. Das wäre sehr zauberhaft. Ja, also was kann ich jetzt tun? Also ich kann dir jetzt im Prinzip nur Mut zusprechen. Mach's doch einfach. Und ganz ehrlich, wenn du so einen Einstieg hattest, mit deinem Papa da auf den Stammtisch zu gehen, ne? Also ich sag's mal aus meiner Perspektive, ne? Alles andere, das kann nur einfacher sein. Okay, ja. Yeah. Also wir machen das so. Wenn du hingehst und das ist nicht schön, ja? Aus irgendeinem Grund, dann lade ich dich ganz herzlich ein und dann sprechen wir nochmal drüber und dann werde ich zu Kreuze kriechen und mich entschuldigen, dass ich dich auf so dumme Ideen gebracht habe. Ich wette, das wird nicht dazu kommen. Ich lasse mich gerne zu Unfug anstiften. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich angerufen habe, um mich einfach anstiften zu lassen. Ja, habe ich ja ein bisschen den richtigen Riecher gehabt. Also du bist jetzt hiermit angestiftet, bitte machen. Und wenn es dann Spaß gemacht hat, dann auch gerne berichten. Und ja, wenn nicht, dann auch bitte. Weil eigentlich ist das auch nochmal so ein Punkt. Heute Abend war es super positiv. Niemand hat hier berichtet, irgendwie war blöd. Gibt's aber auch. Ne? Aber das ist vielleicht was für eine der nächsten Sendungen, wenn jemand dann erzählen möchte, was halt nicht so toll war. Das gehört auch dazu. Das definitiv, also blöde Geschichten sind in diesen vielen Jahren Stammtisch, die ich erlebt habe, auch passiert. Aber ja, ich denke, das wäre vielleicht was für eine eigene Folge. Da wäre ich dann bestimmt auch gerne wieder mit dabei. Okay, kommt ja auf meine Liste. Ich mache jetzt gelegentlich diese netten Umfragen und frage mal, welches Thema wollt ihr denn haben? Und offenbar, das hat heute sehr gut geklappt. Dann bleibe ich der Sache treu. Okay, jetzt ist eine Sache noch ganz wichtig. Ich habe hier deinen Namen eben. Den habe ich leider nicht ganz verstanden. Magst du ihn vielleicht gleich nochmal im Chat irgendwie kenntlich machen? Dann weiß ich nämlich auch, wie man den richtig schreibt. Das ist mir immer ganz wichtig. Nicht, dass du hinterher böse auf mich bist. Und dann weiß ich, du bist das. Und ja, du hast hiermit den Auftrag, einmal SMJG Alumni in Düsseldorf besuchen und das bitte gut finden. I try. Okay. I try my best. Also okay. Ich drücke die Daumen und wie gesagt, gerne Feedback hinterher. Ich bin sehr gespannt. Okay, wunderbar. Und ja, einen schönen Abend noch und danke für alles, für den ganzen Content, den du so hast. Ja, sehr, sehr gerne. Macht mir einen Heidenspaß, heute wieder besonders. Und ja, jetzt gucke ich auf die Uhr. Um Himmels Willen, ich habe noch ein paar Sachen, die ich hier erzählen muss. Ich wünsche dir einen schönen Abend, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, ja, jetzt hatten wir ein bisschen hier Lautstärke-Schwankungen, aber ich glaube, man konnte es ganz gut verstehen. Ach, schön. Also, wenn das die gute Tat des Abends war, zu sagen, du gehst dahin, dann mache ich das auch im Zweifel. Kein Problem. So, und jetzt muss ich einen Gewinner verkünden. Die Schätzfrage war ja, wie oft wurde die Suchfunktion benutzt in den letzten Wochen? Und
Ich habe da heute Abend reingeschaut und es waren 383 Mal wurde etwas auf der Podcast-Webseite gesucht und hoffentlich auch gefunden. Und am nächsten dran war der S-Punkt mit 350. Ich glaube, du hast schon mal einen Kochlöffel gewonnen. Damit kannst du deine Sammlung heute erweitern und dann kennst du das auch schon. Ich brauche von dir jetzt eine E-Mail oder eine Telegram-Nachricht mit einer Postanschrift, dann schreibe ich das auf den Umschlag und dann kriegst du in den nächsten Tagen Post. In den nächsten Tagen deshalb, weil ich warte händeringend auf ein Paket Buttons, was seit irgendwie anderthalb Wochen überfällig ist. Und da ich da immer gerne Buttons reinpacke, werde ich noch warten, bis die hier sind, bevor ich den Umschlag dann auch wirklich in die Post stecke. Ja, herzlichen Glückwunsch, ein Pfannenwender, sehr gut. Übrigens, die Top-Suchbegriffe muss ich ja auch nochmal erwähnen. Also ja, ein bisschen kann ich halt schon gucken. Ne? Also die Top 5 kann ich sehen. Da sind, das passt auch ganz gut zu den letzten Folgen, Keuschhaltung, DS, Femdom, 24-7 und Achtung, BDSM. Ich kann schon mal sagen, wenn man BDSM in die Suche eingibt, man findet dann einfach alle Folgen als Ergebnis. Das ist der Suchbegriff, der so am wenigsten nützlich ist. Aber es ist spannend zu sehen, weil da kann ich vielleicht auch so ein bisschen ableiten, wo sind die Interessen von euch. So, 22.34 Uhr sagt meine Uhr, Wahnsinn, toll, hat richtig Spaß gemacht. Und wisst ihr, das kann ich hier alles machen, ihr ahnt, was jetzt kommt, weil ihr mich unterstützt. Und ich bin immer, also manchmal sind andere PodcasterInnen ein bisschen neidisch, dass ich sagen kann, ich finanziere diesen Podcast nicht mit 3 Werbeblöcken pro Folge und ich irgendwelchen Clubmitgliedschaften und irgendeiner Paywall, wo dann jede Folge nur zur Hälfte öffentlich ist und die andere Hälfte muss man dann irgendwie gegen Geld dann irgendwie sich anhören. Nein, das funktioniert, weil ihr dieses Projekt hier möglich macht und unterstützt und deshalb nenne ich wie immer die Unterstützer seit der letzten Live-Sendung, die zum Beispiel hier Geld aufs Konto überwiesen haben. Das sind dieses Mal Rahel, Madeleine und Thomas und Oliver. Vielen Dank an euch drei oder vier. Und dann haben noch ein paar Menschen PayPal genutzt. Funktioniert auch ganz wunderbar. Und da ist spannend, dass die meisten sagen, sie möchten eine regelmäßige Zahlung machen und auch die PayPal-Gebühren ausgleichen. Also wenn die dann sagen, ich möchte, dass 5 Euro ankommen, dann wird ihnen halt 5,30 Euro zum Beispiel belastet und bei mir kommen dann wirklich 5 Euro an. Und total großartig und da ganz vielen lieben Dank an Svenja, an Gerd, Carsten, Jonas, Marianne, an Ed, Marvin, Ildiko, ich hoffe, den Namen spreche ich richtig aus, an Jana, Matthias, Adrian und vielen Dank an Rebecca. So, bei Steady ist auch noch jemand dazu gekommen, der Karl, der ist jetzt auch regelmäßig dabei und dann bekam ich noch einen Amazon-Geschenkgutschein von Vera. Ganz vielen lieben Dank, den habe ich auch gleich verbraten. Ich habe jetzt hier einen zusätzlichen Bildschirm und ich hatte kein ordentliches USB-Kabel, mit dem ich den so anschließen kann, dass das irgendwie nicht nervt und das habe ich dann auch gleich eingekauft, den Gutschein gleich am selben Tag noch verbraten. Ganz vielen lieben Dank, also ich stecke das dann immer gleich in den Podcast wieder rein und meine Shoppingliste ist da immer lang und fürchterlich. Und einfach ganz vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr das hier möglich macht. Und wer jetzt sagt, Mensch, ich mag den Podcast auch gerne unterstützen, das kann auch wirklich ein ganz kleiner Betrag sein, dann klickt einfach auf kunstderunvernunft.de oben auf Unterstützen und da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten. Und nur etwa die Hälfte davon hat damit zu tun, dass ihr geldlos werdet. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wo ich mich auch immer riesig freue, sind Weiterempfehlungen. Das ist ganz klar etwas, was ganz wichtig ist, damit auch Menschen erfahren, dass es die Kunst der Unvernunft gibt. Puh, jetzt geht mir die Luft langsam aus. Ich glaube, ich beende die Sendung jetzt und ziehe so ein kleines Fazit. Nur Positives. Alle Menschen, die irgendwo hingegangen sind, hatten offenbar einen Heidenspaß und wurden toll aufgenommen und das spricht einfach für ja, die Menschen, die in der Szene unterwegs sind, dass sie neuen Menschen einfach einen guten Einstieg ermöglichen möchten und das finde ich einfach total klasse. Ja, hin und wieder gibt es auch mal schlechte Erlebnisse, die gehören auch dazu, darüber sprechen wir dann auch noch irgendwann einmal, aber ich glaube, das Allermeiste ist positiv und wenn man jetzt noch überlegt, besuche ich den Stammtisch in meiner Stadt oder nicht, schreibt die Leute an, schreibt die Orgas an, sagt hier, ich habe noch nie sowas besucht, oh Gott, was mache ich denn? In der Regel sind die total lieb und beantworten alle Fragen und ganz ehrlich, dann geht man einfach hin und im allerschlechtesten Fall hat man ein Getränk getrunken, hat vielleicht mit ein, zwei Leuten gesprochen und hat vielleicht neue Leute kennengelernt und das ist eigentlich eine Wette, die sollte man ausprobieren. Okay,
nächstes Thema. Am 2.6. gibt es die nächste Sendung zum Thema Pet Play. Das war in der Abstimmung Platz Nummer 2. Da sprechen wir also über, ja, über alles, was mit Pet Play zu tun hat. Also von Puppy Play über Pony Play über was ihr wollt. Da wäre ich sehr gespannt, wenn sich Menschen melden, die auch vielleicht ungewöhnliche Pets ihr eigen nennen oder selbst auch ein ungewöhnliches Pet als Rolle, als Persona ausgewählt haben. Ich mag mit euch drüber sprechen, wie ist diese Welt, wie fühlt sich das an und warum macht man das eigentlich? Vielleicht können wir das ein bisschen ergründen und für die Menschen, die das als Vorbereitung einfach auf diese Folge haben möchten, damit sie so ein bisschen im Thema drin sind, da empfehle ich euch natürlich, geht auf Kunst der Unvernunft.de und dann gebt ihr einfach Petplay in die Suche ein und dann werdet ihr zumindest als erste Folge Flydom und Zebra bekommen oder die Folge mit Kat Kristall oder ganz besonders die mit Thilo, da geht es um Puppyplay und dann hört euch die Folgen doch einfach nochmal an, dann seid ihr schon mal so ein bisschen im Thema drin und in 2 Wochen sprechen wir dann ja über Petplay, über Motive, was man machen kann, ist das ein bezahlbarer Kink oder wird es sehr schnell sehr schlimm und sehr teuer? Über all das mag ich sprechen am 2. Juni. Und was wir dann auch noch machen, ich habe es angekündigt, wir werden dann Kat Kristalls Spielzeug werden wir dann taufen und dann verlosen wir noch ein kleines bisschen was, weil ihr habt ganz viele Namen für ihr Spielzeug in den Kommentaren hinterlassen und sie wird sich davon wohl jetzt einen aussuchen müssen. Und dann gucken wir mal, wen wir da mit einem kleinen Präsent beglücken können. Und ich glaube, das war's. 22.40 Uhr wieder so eine lange Live-Sendung. Es hat mir unfassbaren Spaß gemacht. Vielen Dank allen AnruferInnen. Schön, dass ihr das geteilt habt, dass ihr euch gemeldet habt, dass ihr hier auch im Zweifel hartnäckig geblieben seid, um durchzukommen. Vielen, vielen Dank. Und ja, es ist mir eine Freude. Am Samstag erscheint die Folge. Und ja, jetzt ist Podcast Zombie ist auch noch da. Die ist genauso müde wie ich. Alles klar, wir kuscheln uns gleich ins Bett. Und ihr Lieben, habt eine schöne Zeit. Und ja, probiert Events aus, geht aus dem Haus, habt Spaß und macht einfach kinky Sachen. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss.